Der Fernweh-Sinfonie mit Elke Lauschen. Auf einen Kaffee in Cannes mit Sebastian Klimke. Mit Carsten Stormer auf den Philippinen über Weltpolitik sprechen. Oder mit Frau Robüst darüber philosophieren, ob du die Person bist, mit der du für den Rest deines Lebens zusammen sein willst? Alle Folgen von Matz ab kannst du in der Audiothek auf den bekannten Streamingdiensten für Podcasts nachhören. Viel Spaß dabei! Matz ab! Da kann kein Musiker einfach trocken und gelangweilt auf der Bühne stehen. Was redet er denn da von Bob Marley und Backstreet Boys? Der eine war bei Appassionata? Wer ist denn genau dieser Casper? Noch nie von gehört. Ich liebe dich, Matze. Matz ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die Matze Theo, das bin ich, interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen? Naja, also 5. Oh, noch 5? Naja, also 10 in Summe. Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matz ab, Erika, die wird. Trommelwirbel, meine Damen und Herren, für eine neue Ausgabe Matz ab Vollbart nachgefragt. Und warum nur dieses Intro tatsächlich Sinn macht für meinen Gast, das wird sich gleich von selbst erklären, denn da lacht er schon. Gut siehst du aus übrigens, schön, dass du da bist. Du siehst auch fantastisch aus, mein Lieber. Ich auch, oder? Ich auch. Du siehst fantastisch aus, wirklich. Genau. Ich freue mich immer wieder, dich zu sehen. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, denke ich mir so, Mann, er legt immer noch eine Schippe drauf. Und, der Matze, du. Ich habe dir aber gerade gesagt, ich habe mich gar nicht so für dich schick gemacht. Ich komme tatsächlich von einer Fernsehaufzeichnung. Aber genug von mir, denn ich möchte über dich reden. Ein unter der Dachmarke bekannter Drummer von einem, kann man schon sagen, weltberühmten, quasi Augenzwinker, deutschen Rapper und Inhaber, Gründer, CEO, wie sagt man jetzt dazu, CEO deines eigenen Lebens, aber auch so nämlich Inhaber des eigenen oder eines Drum-Podcasts. Exakt. Let's get ready to drumble. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Timur ist genau mein das. Gast. Timur. Hallo Matze, vielen Dank für die Einladung zum dritten Mal. Liebe Zuhörer, wir nehmen zum dritten Mal auf. Wir nehmen zum dritten Mal auf. So ist es, wenn man sich gerichtlich nicht einigen kann, wie dieses Intro wirklich erfolgen soll. Aber du hast mir die Episoden geschickt, du hast Sachen zusammengeschnitten, du hast mir Sachen in den Mund gelegt. Da habe ich gesagt, nee Matze, das veröffentlichst du nicht, das machen wir nochmal. Und das ist das Ganze dreimal passiert. Aber ich finde, das ist wirklich Glück im Unglück, denn ich war bei der letzten Aufzeichnung, da war diese ganze Covid-Geschichte mit, wir müssen umstellen, wir haben Lockdown, wir müssen auf Homeoffice umstellen. Ich unterrichte nebenbei auch noch als Schlagzeuglehrer und das ist jetzt umgestellt worden auf Online-Unterricht. Das heißt, wir machen mit Kids und Erwachsenen genauso Online-Drumming-Unterricht und das geht nur über Skype oder Zoom und das ist wirklich sehr anders. Und die Vorbereitung jetzt haben es alle verstanden. Genau, es ist anders. Die Vorbereitung war sehr mühselig und die war auch sehr, sehr, sehr strapazierend im Orga-mäßigen und da war wirklich an dem Tag, das wo stimmt. Ich dann halt irgendwie so… du warst auch ein bisschen angeschlagen, hatte ich das Gefühl. Vielleicht war es auch ein Kater. Genau. Vielleicht war es auch ein Kater. Schön, dass wir uns jetzt hier wieder in dem größten Tonstudio von Berlin treffen können. Lass uns mal anstoßen. Anstoßen? Was trinkst du denn? Soll ich jetzt die Wahrheit sagen? Chardonnay. Ja, also ich sage mal… Fencheltee. Chardonnay. Letztes Mal hatte ich ja wirklich so ein… Ja, letztes Mal hattest du eine halbe Flasche Wein? Nee, eine Dreiviertel. Nein, eine. Das war schon eine. Aber ich hatte zwei Aufnahmen. Das war eine Komm, Flasche. Flasche. Das Ding ist zwei Aufnahmen. Das Witzige ist, ich hatte letztes Mal halt irgendwie einen Tee oder so und war halt ein bisschen müde. Du hast eine ganze Flasche Wein und hast dann nach meiner Episode mit meiner Frau aufgezeichnet und diese ist wirklich so mit Schmackes und ihr beide quatscht und talkt und bla. Und jetzt war so, ach ja, na klar, der hat ja eine Flasche Wein drin. Also ich weiß nicht, ob die Episode vor oder nach meiner kommt, aber lieber Zuhörer, Fun Fact on the Side Note. Ich bin mir ja noch gar nicht sicher, ob unsere Folge, liebe Lein, überhaupt kommt, aber ich muss sagen, ich habe performt bei deiner Frau. Ich glaube, das hast du schon lange nicht mehr von dir gesagt. Und ich habe nämlich heute Vormittag von deiner Frau eine Dankes- und Liebes-E-Mail bekommen, dass sie sich total freut. Ja, absolut. Ja. Wir haben die beide zusammen heute Morgen gehört. Die so, so schöne Episode. Und deswegen freue ich mich sehr auf diesen Podcast und freue mich auch umso mehr, dass ich Teil davon sein darf mit dieser Episode. Ja, sehr, sehr gern. Sehr gern. Matze, Theo. Geile Sache. I know. Wirst du Mutti deinen Podcast empfehlen oder schicken? Nö. Doch. Nee, das wird meine Familie wahrscheinlich schon getan haben.
Ah, okay. Aber umso mehr freue ich mich, weil du bist, genau, wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Wir haben schon ganz viel angeteasert, dass es natürlich um das Thema Schlagzeug und Drums geht. Und da haben wir auch ein paar Geschichten zu erzählen. Du hast mir ein paar Fragen mitgebracht, für die, die es immer noch nicht kennen. Also jetzt muss ich meine Mutter ansprechen. Liebe Frau Mama und alle anderen. Mein Gast bringt 5 Fragen mit, die ihm so noch nie vorher gestellt worden sind, hoffentlich. Und ich habe auch noch 5 Fragen vorbereitet, auch in der Annahme, dass dies genauso zutrifft. Trifft es nicht zu oder es ist langweilig oder wir müssen zum 4. Mal aufnehmen, darf mein Gast entscheiden, was wir hinterher noch Ulkiges machen. Also ganz ehrlich, unter diesen Umständen möchte ich dich hier nicht nochmal sehen, Timur. Aber vielleicht sage ich den Satz nochmal zum Schluss, da ist es nochmal ein bisschen prägnanter. Genau. Das ist ja so ein Drummer-Talk unter uns beiden hier, ne? 2 Drummer unterhalten sich aber mal. So einen kleinen Plausch hier. Absolut. Und wer von wem mal der Lehrer war, das können wir hinterher nochmal besprechen. Aber ich wollte sagen, du bist auch mein Musikopfer, weil wir uns regelmäßig mit Musikvorschlägen bombardieren, was ich übrigens liebe. Und ja, super. Ich sehe das übrigens als Ritterschlag, ja, dass du als Berufsmusiker Vorschläge von mir annimmst und du sie vergötterst. Das kannst du nachher nochmal natürlich breit gefächert erzählen. Ja, natürlich. Und tatsächlich bist du auch ein Herzensmensch, deswegen umso, man merkt ja, die Chemie stimmt. Also, das ist richtig, mein Lieber. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? 4? Da haben wir uns doch letztens in den letzten Episoden. Ist auch schon wieder so lange her. Haben wir schon mal darüber geredet und dann habe ich, weil ich dann doch recht hatte, diese E-Mail 2015. Rausgesucht, genau, 2015, weil ich mal in der Nähe deines Proberaumes gearbeitet habe. Also eine Tramstation entfernt. Und in dem wunderschönen grau-tristem Lichtenberg. Oh je, also, das war Geschichtsunterricht, meine Lieben. Und das ist jetzt genau, 5 Jahre her. 5 Jahre, krass, wie schnell die Zeit fliegt, oder? 5 Jahre, genau. Denn warum war ich neben deinem Proberaum oder warum weiß ich, dass da ein Proberaum war? Ich war dein Schüler. Ich habe über die Schlagzeugunterricht genommen. Und ich möchte nochmal, auch wenn wir es in den letzten 2 Episoden, die wir aufgenommen haben, schon mal erwähnt haben, ja. Sag mir, an welchem Zeitpunkt ich aufgehört habe. Ich höre es so gerne. Bitte, okay, laut und deutlich, komm etwas dicht ans Mikrofon, laut und deutlich, damit ich auch alle verstehe. Laut lieber und Zuhörer, deutlich. Liebe Zuhörerin. Der gute Matze Theo hatte bei mir Schlagzeugunterricht. Er war ein passionierter Schlagzeugspieler. Er hat der liebt Musik. Yes. Und der hat auch wirklich immer so ein Feuer in seinen Augen bekommen, als er dann Drums spielen durfte, als er neue Grooves gelernt hat, als er neue Rhythmen dann gespielt hat. Und dann haben wir einen Rhythmus, also ich habe einen Rhythmus rausgefunden oder mir rausgegraben. Und den habe ich gerade geübt, bevor er reinkam. Und er meinte, boah, das klingt aber geil. Ich sage, ja, das habe ich letztens gefunden, ist von dem und den. Und dann meinte er, lass ihn mal probieren. Ich so, ja, der ist ein bisschen schwierig. Der ist ein bisschen advanced, mein Lieber. Ne? Also, ja, egal, lass uns probieren. Und auf einmal spielt der gute Matze Theo dieses ganze Ding einfach in so einem Abwasch durch und spielt diesen Groove und ist so, oh, der ist ja wirklich geil. Und ich war so, fuck you. Das ist so. Also dann, Aufnahme. Wir können aufnehmen, ja, ciao. One take, also the tables have turned und dann meinte Matze danach auf einmal so, ja, ich habe keine Zeit mehr, ich habe jetzt einen neuen Job und außerdem, oh, ich schaff's nicht mehr. Und ich war so, ja genau, ist klar, ist klar. Aber hey, wir sind immer noch sehr gut befreundet und befruchten uns jetzt nicht mehr mit Groove, sondern mit Musik. Ja. Guck mal, selbst dein Agent muss hinter der Glasscheibe lachen und muss sie extra hinsetzen. Aber das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Gibt's Agenten und noch eigentlich? Ja, oder ist klar. Agenten so ein 90er-Ding? Nee, naja, die heißen nur noch anders. Also sie sehen auch nicht mehr nicht Manager so jetzt? Weinstein-schleimig aus, sondern das sind jetzt eher so die Hipster, die coolen. Und heißen jetzt Manager oder PA oder A&R und sowas? Like that. Das yeah, absolutely. Yeah. That's the name. Sure. And yeah, we have to talk in English all the time. Because there's no time for that. No, you just have a call. Ich dachte, du hast Fencheltee. Gesundheit. Oh, habe ich gerade genießt, oder ganz laut, oder? Grog, okay. So, eigentlich könnte ich jetzt mit dir 3 Stunden auch noch so weiterquatschen. The Lost Tapes. Irgendwann in 5 Jahren bringen wir die Lost Tapes raus. Alle Episoden, die wir aufgenommen haben jemals. Du meinst irgendwann, dann, wenn das hier so richtig durch die Decke geht? Also nächste Woche. The Lost Mats Up Tapes. Ja. Mats Up. Oh Gott, Mats Up. Er ist auch nur ein Mensch. Der Mensch hinter dem Mythos. Auch er musste mal Folgen mehrmals aufnehmen. Was bitte? Ich hab ja letztes Mal nicht getrunken, weil ich dachte, dann war so ein bisschen schwere Zunge. Heute habe ich mal die Zunge gelockert und das Ding ist gleich schon leer. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Das riecht auch so gut. Das ist ein toller Whisky.
Es ist ein toller Whisky, ja. Ich will keine Werbung machen, aber das, wenn man den Namen erarbeiten oder der erörtern möchte, dann wäre der Name eine filigrane Tanzsportart gepaart mit The New York Wave. Rave. Rave Times. Ich trinke gerade den Whisky Rave Times. Rave. Ah, cool. Ja, ich bin hier mit einer Limousine angefahren. Du hast hab das ganze Studio weiß streichen lassen und trinke hier gerade nur Carlsberg. Nein, nicht. Ich wollte sagen, was sagen die nochmal zu diesem Leitungswasser immer? Kraneberger. Ich kenne es unter Berliner Rohrperle, wenn wir jetzt davon. Wow, okay, du hast gelernt. Kraneberger oder Berliner Rohrperle. Berliner, ja, das habe ich gemacht, als ich hier ankam heute in deinem Studio. Ich weiß. Hässliches Studio übrigens. Ist ja schon seit 11 Uhr hier. Wir haben es jetzt 20.27 Uhr. Ich musste noch golfen. Und das, genau, und weil du deswegen auch ziemlich zu spät gekommen bist, hast du anstatt 5 Fragen nur 4 mitgebracht, aber ich denke, ich krieg noch eine. Du hast mein Konzept richtig verstanden. Du hast in den letzten zwei Folgen so richtig dazugelernt. Das macht mich sehr stolz, auch dass du mir zuhörst, mein Lieber. Na, ich habe pro Episode eine Frage weggenommen. Hab gesagt, hier, nee. Du, wenn du nicht auf Record drücken kannst, dann nehme ich eine Frage raus. So. Ja. Leute, ich brauche das hier nicht. Muss ich das jetzt hier? Okay. Ja. Also. Fangen wir mal an, Timur. Bitte. Hallo Matze, grüß dich. Setze dich gerade hin. Ja? Glückwunsch zu deinem Podcast. Fantastisch. Ja, du willst ja auch bloß, dass ich dir auch zu deinem Podcast gratuliere, aber lass uns das machen, wenn ich wieder eine Spur verliere. Aber ich möchte jetzt mal von dir wissen, beziehungsweise du möchtest von dir wissen, genau. Kennst du das Prinzip vom Pay Forward? Oh, Matze, was für eine gute Frage das ist. Also, lass mich dir das mal erklären. Liebe Zuhörer, also wir machen das gerade zum dritten Mal, deswegen sind wir beide gerade so ein bisschen, yo, here we go again. Aber liebe Zuhörer, also auch für euch möchte ich gerne dieses Prinzip von dem Paying Forward einmal erläutern. Und zwar, wir gehen weit zurück zum Jahre 2016. In diesem Jahr haben meine Frau und ich, wunderschöne Episode mit ihr übrigens, auch bei Matz ab, uns gesagt, ja, lass mal heiraten gehen, ganz biedermännisch, total langweilig, heiraten wir jetzt mal einfach in Las Vegas. Boring. Oh Gott, und wenn man schon mal an der Westküste ist, dachten wir uns dann, ey, lass uns doch einfach in San Francisco anfangen, dann fahren wir rüber nach Las Vegas, heiraten mal ganz schnell so ein Drive-Thru und dann fahren wir nach Los Angeles und dann nach Mexiko ein bisschen Honeymoon machen. Fucking geil, beste Zeit der Welt. Jedenfalls waren wir in San Francisco. So, wir spulen das Ganze mal ein bisschen schnell vor. Das Ding ist, die Einreise nach Amerika, der Flug war super spannend, wir haben Filme geguckt, oh wow, krass, wir fliegen ganz lange im Flugzeug. Kommen wir an den JFK und ich habe wirklich, als ich diese Rolltreppe runterfuhr und dann im JFK ankam und dieser America, und ich war das erste Mal in den United States of America. Aber JFK ist doch nicht in San Fran. Nein, es ist New York. Ja, ich wollte gerade sagen, liebe Lein. Ist und, eines der hässlichsten Flughafengelände überhaupt. Ich habe nicht viel davon gesehen, ich habe lange davon gesehen. Ah, verstehe. Also, ich bin ein riesen Amerika-Fan. Man kann über Trump sagen, ja, ist ein Arschloch, keine Frage, definitiv. Aber man darf nicht vergessen, dass Amerika mehr ist als nur diese Hillbilly-Redneck-Trump-Spinner-Idioten. Also, die Landschaft ist super schön und es gibt auch wirklich, 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 wirklich super, super schöne Ecken und super schöne Menschen und super tolle Menschen in Amerika. Das hat man niemals vergessen. So, ich komme in Amerika an, JFK, New York, Big Apple, bin so, fuck man, das ist einfach wirklich ein Traum, der gerade wahr wird, habe in meinem Ohr so ein, auf dem linken Ohr habe ich so vom Ohrwurm her Frank Sinatra, New York, New York, auf dem rechten Ohr habe ich halt Jay-Z und Alicia Keys mit New York, mit so, ich bin in New York. Hallo, ich singe hier. Du erzählst, ach, sorry, ich singe, ja? Okay, ich habe im rechten Ohr Jay-Z und Alicia Keys mit Empress State of Mind. Im linken Ohr habe ich Frank Sinatra, ich bin noch nicht fertig. New York, New York. Und irgendwo dazwischen ist auch noch Beyoncé mit Halo. Ich habe dir auch in den letzten zwei Aufnahmen gemacht. Darüber machst du keine Witze. Ich flippe aus. Alright. Okay, wir sind dann dort und dann heißt es, ja, bitte hier links, rechts, oben, unten anstellen, überall. Ja, gut, anstellen, 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 gut. Dann sind wir bei den irgendwas Kontrolle, irgendwas. Und meine Mutter geht durch, meine zukünftige Frau geht durch, ich gehe durch. Und dann sagt der Typ, Sir, you gotta wait a minute. Ich so, oh shit, jetzt fliegt's auf, dass ich seit Jahren diesen einen
Anyway. Und dann meinte er, kommen Sie bitte mit. Und dann muss ich in so ein Integration Room und ich lüge dich nicht an. Das sind einfach dann bewaffnete Polizisten und die sitzen dann da oder du sitzt da und niemand sagt dir, was das ist. Und dann sagen die, ja, warten Sie hier. Ich sag, was ist denn los? Serges, wait a minute. Ich bin so, fuck, Mann. Okay, weil es kann natürlich sein, wenn die einen schlechten Tag haben, können die dich einfach sagen, du kommst nicht ins Land rein, du fliegst zurück. Ciao. Und jedenfalls habe ich dann meinen Flug verpasst. Jedenfalls haben wir dann halt einfach 3 Stunden an JFK gewartet, Flug verpasst, bis die irgendwann meinten, was machen sie hier, was wollen sie hier machen und das. Ich so, ey, ich will das machen, dann das und dann will ich heiraten, dann fliege ich nach Mexiko und das war's. Okay, warum? Was, warum? Ich mag USA, ich finde ihr Land toll. Okay, wo sind sie, wann? Wann sind sie wo? Okay, hier und da und da und da und da. Good, sir, you're good to go. Okay, cool, danke, ich habe mein Flugzeug verpasst. Jedenfalls Delta Airlines hingegangen, hey, hier, Flugzeug verpasst, können wir bitte einen neuen Flug haben? Der nächste wäre nächsten Tag oder halt wir nehmen jetzt hier den anderen, der würde in 2 Stunden gehen und dann kann es aber sein, dass sie nicht rankommen. Hm. Okay, gut, wir probieren es. Okay, lass uns das probieren. Zwischenzeit haben wir den besten Burger der Welt gegessen und dann war das Boarding von Delta Airlines von New York nach San Francisco und bei diesem Boarding war es dann so, was uns niemand vorher gesagt hat, niemand, dass halt sollten 3 Personen nicht kommen, kriegen wir deren Plätze. Es hieß, hey, ihr könnt damit reinfliegen, passt schon, alles gut. Und dann hat es wirklich dann ganz, ganz, ganz doof irgendwie halt geklappt, so halb geklappt und irgendwie dann doch. Und dann meinte der Typ am Schalter so, ey, steig jetzt ein, das passt schon so. Und es war wirklich dann halt, anstatt so, wie lange sollten wir fliegen, 11 Stunden oder so, sind wir dann irgendwie so 18 Stunden geflogen. Und meine Ma, die eh so ein, die ist nicht so der Amerika-Fan. Die war so, Mann, was eine Scheiße und bla. Aber super lieb. Also natürlich war sie noch sehr, sehr happy, dass wir diesen Urlaub gemacht haben und so. Und die Laune war auf jeden Fall gedrückt. Also dieses ganze, hey, wir fliegen in die West Coast, wir fliegen jetzt erstmal nach Amerika, wir heiraten und bla. War alles so ein bisschen gedrückt und man war so ein bisschen so, cooler Empfang, richtig Bock in diesem Land jetzt hier abzuhängen. Jedenfalls, anstatt um 17 Uhr Ortszeit, kam man dann irgendwann um 2 Uhr nachts an und dann war auch nichts mehr mit irgendwie erkunden oder so. Dann sind wir sofort in unser Airbnb gegangen, ins Bett gelegt, nicht pennen können, wegen halt Jetlag und allem. Und dann am nächsten Morgen waren wir natürlich irgendwie utopisch um 5.30 Uhr oder sowas wach halt, ne? Weil wir dann sagten, okay, wir können nicht pennen. Lass uns mal jetzt irgendwas machen. Und dann sind wir halt von dort vom Airbnb, wollten wir dann halt zum ersten Mal zu so einem, in Berlin sagt man das Späti einfach, ne? Da kriegst du dann irgendwie Zigaretten, Kaugummis und Kaffee. Und da haben wir dann Geld geholt und auch dort war schon so. Likor, die heißen doch aber nur Likor, oder? Ja, so ein Liquor-Store, genau. Ja. Gut, Matze. Punkt. Fucking super, super nett. Also so super, super nett. Und wenn man aus Berlin kommt, ist man so ein bisschen vom Kopf gestoßen und man denkt sich so, okay, der will mich gerade verarschen oder will mir gerade Geld abziehen oder sowas. Und von dort standen wir dann dort, es war ja super früh, deswegen hatte noch nicht alles offen und wir waren so, we wanna grab a coffee and get some breakfast. Und da war so ein Typ, der war komplett in schwarz gekleidet, aber super jung und super höflich und war so, hey, let me help you. Und wir so, okay. Und er so, ja, kommt mit, ich bringe euch dann dahin. Wir waren so, sollen wir jetzt mitgehen? Der will uns irgendwo hinbringen und wir wollen dann halt frühstücken und ich weiß es nicht. Und dann sind wir mit dem hochgegangen und dann so 2, 3 Straßen, 2 Blocks und der war so unglaublich nett. Also wirklich, Matze, der war so nett und ich war so, irgendwas stimmt hier. Ja, der hat dich erkannt, wahrscheinlich. Genau. Und dann kamen wir an diesem Breakfast, Bistro, Café, irgendwas und dann waren wir dann davor und dann mal so, hey, here you are, try this and that, enjoy your meal, enjoy your stay. Also bis dahin haben wir erzählt, wo wir herkommen, was wir machen wollen, bla bla. Und er war so unglaublich nett und ich war so, muss ich dem jetzt Geld geben? Muss ich dem jetzt die Hand schütteln? Muss ich dir jetzt meine Nummer tauschen? Weil wir Deutschen haben wirklich dieses, wenn was zu gut läuft, dann kann was nicht stimmen, Gefühl, so. Und ich sagte ja gerade, der Typ war in schwarz gekleidet und ich war so, hey, where are you going now? Und er war so, yeah, I'm just going to the funeral. Und wir waren so, was? Oh nice, have fun, ja. Ja, have fun, greetings. Und also der Typ ist auf dem Weg zu einer Beerdigung, nimmt sich aber die Zeit, uns Lost Germans da ihm den Weg zu zeigen, damit wir halt seine Stadt irgendwie ein bisschen kennen und lieben lernen. Okay. Oh, das war schon so ein wohlgewärmtes, so eine schöne Umarmung von der Stadt, wo man sagte, okay, San Francisco, wie cool seid ihr alle drauf. Dann sind wir in diesem Café drin,
nach diesem holprigen Start in Amerika anzukommen und haben dann gefrühstückt. Viel zu teuer natürlich, weil jeder, der schon mal in Amerika war, also Grocery Shopping oder halt Essen gehen außerhalb ist super teuer im Vergleich zu Berlin. Deswegen lernt es alle mal ein bisschen zu schätzen in Berlin, dass wir also schön, günstig und vielfältig essen gehen können. Wir haben gefrühstückt. Wir haben am Essenstisch uns darüber unterhalten, wie gestern Abend dieser Hinflug und alles halt total für den Arsch war. Wir uns richtig die Laune verderben haben lassen. Wie schief es hätte laufen können. Schön deutsch aufgeregt, ne? Ihr habt euch so richtig hochgespult, ja, ne? Ja, richtig deutsch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und, aber Fakt, wir haben wirklich Deutsch gesprochen die ganze Zeit. Meine Mutter, meine damalige Verlobte, jetzige Frau und ich haben uns auf Deutsch unterhalten an diesem Frühstückstisch in so einem kleinen, süßen, netten Bistro. So. Und dann haben wir dann das schön, oh, wie heißen die? Diese Kartoffel, What do you mean? Chips? Na, hier. Pommes? Nein, nicht Chips. Fries? Zum Frühstück. Munch Potatoes. Rührei, yeah, mit Sausage und Salat, ein bisschen Tomate, ein bisschen Käse und dazu gibt's Hash Browns. Das sind sie. Hash Browns meine ich. Ja. Was America's sind Hash Browns? Hash Browns kennst du nicht? Ich kenne gerade Hash Browns nicht. Nee. Hausaufgabe für dich. Hash Browns. Okay, jedenfalls, wir haben gefrühstückt, wir haben aufgegessen. Ich rufe die Bedienung und sage, hey. Ich rufe die Bedienung. Schnell, weil auf meinem Telefon. Ich sage, I would like to pay. Und sie sagt, yeah, someone did already. I was like, yeah, can I pay now? No, someone did already. Und ich habe es nicht verstanden. Ich war so, hä? Und sie so, yeah. Also, auf Deutsch jetzt. Sie meinte zu mir, jemand hat schon für uns bezahlt. Und ich war so, das kann doch nicht sein. Ich habe doch noch gar nicht bezahlt, weil ich wollte ja zahlen. Ich dachte irgendwie, in dem ersten Moment dachte ich so, meine Mutter hat bezahlt, während sie irgendwie auf Toilette gegangen ist oder so. Sie so, nee, someone had paid for you and it's all good now. Und ich war so, okay, wer? Und sie so, naja, derjenige oder diejenige will nicht genannt werden. Und ich war so, okay, what the fuck? Hab ihr noch Trinkgeld gegeben, weil das ist natürlich in Amerika sehr üblich. Und das war einfach, dann habe ich mir später sagen lassen, dieses Paying Forward. Wir haben uns ja beim Frühstücken darüber unterhalten, wie schlecht dieser Start gestern in Amerika war, aber auch darüber unterhalten, dass wir halt hier sind, um zu heiraten halt. Das heißt, jemand hat mitbekommen, jemand, der schon mal gut Deutsch konnte, dass wir halt einen wirklichen holprigen Start hatten und jemand hat mitbekommen, dass wir hier sind, um zu heiraten. Und dieses Paying Forward ist etwas, wenn du mitbekommst, dass jemand halt vorhat zu heiraten, dass du ihm etwas Gutes tust im Geheimen. Und dadurch, dass uns diese tolle Sache geschehen ist, werden wir in Podcast diese Story erzählen. Genauso aber auch, wie wir auch irgendwann eines Tages, wenn wir mitbekommen sollten, dass jemand heiraten möchte, dass wir im Geheimen denen was Gutes tun. Das kann irgendwie sein, wir schicken den anonym irgendwie, keine Ahnung, einen Gutschein für eine Hochzeitstorte oder halt wie in diesem Fall, was ideal war, dass sie mitbekommen haben, wir frühstücken gerade und das Frühstück ist fucking teuer, dass die uns einfach das Frühstück zahlen und, was ich sehr, 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 sehr lobenswert finde, nicht erkannt werden wollten. Das finde ich super krass, dass die einfach wissen, hey, ich habe denen eine Freude gemacht, ich muss nicht erkannt werden, ich will kein Dankeschön, aber ich weiß ganz genau, dass der eines Tages bei Mats ab zu Gast sein wird und darüber reden wird. Also lieber Unbekannte oder liebe Unbekannte, lieber Timo, vielen Dank. Lieber Timo. So. Jetzt bei der dritten Aufnahme habe ich gedacht, ich sag's dir. Nein. Warst du das? Matze? Nein! Es war so Matze, schön. Matze, ernsthaft? Und du warst das? Und ich habe dich genau noch aus dem Blickwinkel gehört. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch viel mehr gegessen und noch was. Ich habe ja auch gesächselt früher, vor 5 Jahren. Ja, das kommt immer beim Jetlag so bei dir durch, tatsächlich. Aber ich was für ein. Diesen Kurs, der Kurs hat wirklich was gebracht. Ich sächsel nicht mehr. Aber was für eine coole Story ist das denn bitte? Es ist so krass, ich erzähle sie jedem wieder, immer wieder gerne. Ich weiß. Und es ist, ja, ich weiß. Nächstes Mal, auch wenn wir off-camera sind, erzähle ich trotzdem, Matze, habe ich dir eigentlich erklärt, erzählt, dass wir bei San Francisco waren? Ja, hast du. Du, ganz ehrlich, das fällt mir echt immer ein bisschen schwer, so diese Geschichten immer und immer wieder zu hören. Das ist so, ich meine, ich erzähle auch nicht jedem immer noch meine Mexiko-Story, dass ich im Knast war wegen Menschenhandel. Das muss nicht jeder wissen. Und das muss nicht jeder wissen. Schmier ich auch niemanden aufs
Brot, ja, dass ich da immer wieder drauf rumreite und ja, cool bin, ja, ich war 2 Stunden nur in einem amerikanischen Gefängnis, aber auf Mexiko-Seite, oh wow, ja. Und ja, ja. Nein, so bin ich nicht. Ich bin wie beim so Bezahlen deines Frühstücks sehr bescheiden und lege da. Du bist sehr bescheiden und möchtest eher im Hintergrund bleiben und möchte, dass es nicht erkannt wird, richtig? Genau, nicht erkannt werden quasi. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen daran, dass du auch nie damit hausieren gehst, dass du bei Appassionata vor ungefähr 80.000 Menschen einmal eine Arena gespielt hast, auf einer ganzen Tour. 12.000 in Zürich. 12.000 in Zürich. Ja. Das möchtest du ja auch niemandem erzählen, oder? Nee. Und ganz ehrlich, ich mache diesen Podcast nur, ich möchte noch einkaufen gehen können. So. Ja? Und nicht von Appassionata-Ultras irgendwie heimgesucht werden. Ich habe letztens tatsächlich noch die Stage-Music gefunden und die habe ich bestimmt, weiß ich nicht, 10 Jahre nicht gehört. Und als ich ist die dramatisch? Ja. Oh. In welche Richtung geht diese Stage-Music? Also Bach ist ein bisschen drin. Ja. Und sehr viele Drums und ganz laute Musik. Und damals hat, möge er in Frieden ruhen, Gerd Hof, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein ganz berühmter Lichtregisseur, auch von Rammstein gewesen. Möge er in Frieden ruhen. Der hat damals diese Show, inszeniert, also sie nicht, aber als Regisseur gearbeitet und hat es dann zusammen, also die Musik und die ganze Performance, also jeder Schritt war durchchoreografiert. Ich war Hauptkomparse. Jeder Schritt war durchchoreografiert. Das brauchten wir erstmal, weil das zur Musik passen musste. Das Hauptpferd. Richtig, und das musste halt mit den Pferden halt passen. Und genau. Und habe ich dir übrigens schon mal erzählt, dass es diese. Guck mal, wer da kommt. Ah. Hi. Mal kurz Bier holen. Guck mal, meine Frau ist so lieb, die bringt mir Bier an meinen Arbeitsplatz. Nach Ansage. Nein, sie hat den Bierradar. Wie beim Paying Forward hat sie gemerkt, oh, mein Mann, der hat kein Bier mehr. Guck mal, und sie ist sogar so angeekelt, da zieht sie sich doch glatt irgendwie die Handschuhe an, wenn sie dir ein Bier holen muss. Sie rennt immer mit Handschuhen rum bei uns zu Hause. Vor allem habe ich da Blaupause dran und mir gerade hier so lang, das sieht aus, als hättest du mich verprügelt. Ich habe dich nicht verprügelt, das war ein Ausrutscher. Aber ihr seid so... Genau, Hilfe, du musst Hilfeschilder hochhalten, Hilfe. Blinzel 3-mal, wenn er dir wehtut. Ganz kurz, lieber Zuhörer, meine Frau hat gerade Handschuhe angehabt, das haben sie nicht gesehen, weil es ein Podcast ist, denn meine Frau sitzt gerade an dem Werk, was sie mit Matze vorhat für ihre gute Tat oder eure gute Tat in dem Sinne. Ganz kurz, Matze, meine Episode kommt nach Katas Episode, richtig? Ich glaube, ich werde sie schon in der nächsten Woche releasen, weil wir da so über Lockdown gesprochen haben. Deswegen werde ich. Ja. Jetzt haben wir es ja auch schon gespoilert, dass wir mehrmals aufnehmen. Und, ja, das passiert. Ja. Wetten, das ist auch nicht kein One-Take. So, jetzt ist raus. Und dementsprechend ist meine Frau gerade dran, jetzt am 7. Mai an den Werken zu arbeiten, für die ihr wirklich schöne Preise ausgeben könnt, damit das Geld zu guten Zwecken verwendet wird. Ja, denn ich werde es auf meinen Social-Media-Seiten versteigern. Sehr schön, finde ich super. Die Aktion fand ich so gut, als ich gehört habe, war ich so, fuck man, wie gut seid ihr beiden. Oh, cheers, das war, genau, da ist die Messlatte. Guck mal, sie hat dir ein Bier geholt und du trinkst deinen anderen Drink. Das ist auch so gut. Nein, das ist das Bier, ich trinke gerne aus dem Glas. Jetzt hast du es umgekippt in dein Whisky-Glas quasi, aber bitte nicht klickern. Yeah. Nicht. Nein, no, ich habe beides. Ah, du Bier hast und beides. Finde ich gut. Ah, gut. Okay. Und das Lustige ist, diese Show, die gab es mal bei Rossmann im Angebot, im Sale. Ich habe sie trotzdem nicht gekauft. Appassionata, genau. Aber sag mal, hast du deinen Eltern damals, hast du die damals eingeladen, einmal zu einer Show zu gucken? Ja, zur zweiten Premierenshow. Wir hatten, glaube ich, also eine richtige Premiere, das war die Abendpremiere mit ein paar Stars und Stuff. Und dann am Folgetag gab es dann noch die zweite Nachmittagspremiere. Genau, und ich bin mit auf Europa-Tournee gegangen. Und so wie es bei den amerikanischen Shows ist, wir hatten, glaube ich, 3 Shows pro Wochenende. Also ich glaube, Freitag, Samstag 4. Freitagabend, Samstag 2 und Sonntag 1. Krass, genau. Krass. Musstest du schon mal eine Podcast-Folge 3-mal aufnehmen, lieber Timur? Ich kann mich nicht dran erinnern. Nein, also ich arbeite immer mit professionellen Menschen. So unprofessionell arbeitest du nicht, richtig, genau. Ja. Deswegen ist immer Podcast, eine Folge, zack, das Ding ist drin und weiter geht's. Sag mal, hast du dir die gleiche Brille gekauft wie ich? Hast du? Nee, meine ist transparent. Deine ist mit Tigerprint. I'm the real Tiger King.
Ich habe mit einer Frau, ich glaube, wir verlieren uns hier ein bisschen. Ich glaube, die Hörer schalten schon wieder ab. Nein, das ist genau der richtige Weg, den wir einschlagen müssen. Ich werde gleich besoffen sein und du denkst dir einfach nur, um Gottes Willen, das schneide ich alles raus. Das ist genau der richtige Weg. Ich habe mit deiner Frau auf jeden Fall über eine ganz lustige Geschichte gesprochen und über eine Person, die du sehr vergötterst und die du gerne magst und die du gerne gesehen hast. Deswegen möchten wir alle von dir wissen, wie es überhaupt ist. Doch, mach mir das jetzt hier nicht kaputt, mein Freund. Mach mir das nicht kaputt. Ich habe gesagt, ich möchte, muss ich mit diesem Typen wirklich aufnehmen? Ich möchte es nicht. Matze, Theo, schalalalala. Oh Gott, das ist der Whisky, der aus mir spricht. Tut mir leid. Sein Idol zu treffen, lieber Timur S. Punkt. Matze, diese Frage ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, also ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man Idole hat. Idole im Sinne von ich bin Schlagzeuger, bin Berufsmusiker, ich bin auch Schlagzeuglehrer und das ist ja eine, ist es Handwerk, ist es Kunst, ist es, keine Ahnung, was es sein soll. Auf jeden Fall ist es das, was man erbärmlich lernen muss. Mach hin. Es ist erbärmlich, ja. Komm. Wenn man Schüler hat, die in den Unterricht kommen und einfach sich den Lehrer an die Wand spielen, dann ist alles erledigt. Liebe Freunde. Drumsticks? Guck mal. Ja, na klar. Die sind übrigens da hinten, die Drumsticks. Da hinten sehe ich sie, super, wunderschön. Mit deiner Signatur eingraviert. Und ja. Ich habe Gästelistenplätze bekommen für eine Casper-Show. Ja, aber es war super, es war toll. So eine kleine Clubshow in der Wuhlheide, die ausverkauft war. Ja, genau. So ein Nachmittagskonzert. Ne? Und irgendwas in der Schmelinghalle war auch nochmal, glaube ich, ja. Schmelinghalle war es auch, genau, stimmt. War schon cool, hat mich sehr gefreut, aber das muss ich gerade reinschieben. Aber aus dem einfachen Grund, es war dann wirklich so, ich habe auf meinem Social-Media-Kanal gepostet, so, ey Leute, wer hat Bock auf Drumunterricht? Ich habe Bock zu unterrichten, bitte meldet euch. Und es war leider wirklich so, 80% davon waren halt Casper-Fans, die mich irgendwie kennenlernen wollten irgendwie einfach nur einmal Hallo sagen, Foto machen und Autogramm kriegen. Was super schmeichelt, keine Frage. Ich fand das super, super, super süß, aber es war nicht Ziel der ganzen Aktion. Und du wolltest Geld verdienen. Ich wollte Geld mit Schülern verdienen, das ist mir schon klar. Sagen wir mal so, wenn man halt eine Tour spielt und die nächste Tour ist halt im nächsten Jahr, dann muss man gucken so, oh, das Geld reicht bis nächstes Jahr, aber jeden Tag Hummer, oh nee, das muss nicht sein. Ich will auch mal gerne so eine, you know what I mean. Und Fakt ist, von diesem Social Media Posting sind zwei, obwohl, nee, du bist ja nicht mehr dabei, fuck. Eine davon ist immer noch meine Schülerin und die macht es wirklich seit 5 Jahren straight durch. Mehr nicht. Das hast du mir nie erzählt, das ist tatsächlich so wenig. Soll ich nochmal kommen? Nein, alles gut. Nein, Matze, der Zug ist abgefahren. Ich leite dich weiter an Agustin Strizzi. Kennen Sie Agustin Strizzi? Wenn nicht, nee. Sie ihn. Weißt du, wo ich hingehe? Ich gehe zu Matthew. Oh ja, Matthew Wula. Na ja. Da kommen wir nochmal zurück. Die Namensvetter müssen zusammenhalten. Nochmal zurück. Keine Spoilerwarnung, liebe Freunde. Ich weiß, was am Ende der Sendung passieren wird. Bitte? Was soll das jetzt heißen? Nein, alles gut. Jedenfalls, ja, weil ich dachte mir einfach so, ey, bevor ich jetzt irgendwie in die Materie reinsteige und mit dir, Matze, versuche, dir Noten beizubringen oder Notenwerte oder irgendwie Grooves, kommst du nächste Woche wieder oder willst du jetzt einfach nur ein Foto? Aber bei dir war ich mir sicher so, nee, das ist, glaube ich, kein Fan. Der hört andere Musik. Der sieht aus wie der klassische Beyoncé-Fan. So. Nun erzähl mal kurz, welchen komischen Idol hast du getroffen? Den Sänger von The Mighty Oaks. Was? Die Mighty Oaks? Da haben wir auch eine Story zu, oder? Zu den Mighty Oaks? Ja, ich wurde oftmals verwechselt, weil ich damals mit langen Haaren so aussah wie Ian, aber mehr habe ich... Genau. Und in dem Jahr habe ich Ian mal von The Mighty Oaks kennenlernen dürfen auf dem Festival. Ey, wir haben ich dir das erzählt? Gemeinsamkeiten, ja. Ne? Ist schon ja, komisch. Und dann warst du so, ach, hier Ian und bla und so und hier und da. Weil ihr saht euch damals zu dem Jahr 2016, 17 ungefähr sehr ähnlich. Mein lieber Freund, es war 2013 und 14, weil 2015 waren die Haare ab. Obwohl, da hat er auch die Haare abgeschnitten. Das fand ich ein bisschen unheimlich. Wir haben zur gleichen Zeit die Haare abgeschnitten. Aber er hat dann geheiratet und hat sie fortgepflanzt. Das habe ich ein bisschen ausgelassen. Fortgepflanzt. Sehr schöner Ausdruck dafür. Okay, zurück zu den Idolen. Also. Timur, wie ist es, sein Idol zu treffen? Sehr gut, Matze. Ich liebe es, dich zu treffen. Oh. Meine Lieblingsband of all time und für immer wird sie auch bleiben, egal was sie für Musik machen. Sie können auch morgen einfach nur ein Album rausbringen, wo einfach nur Furzgeräusche drauf sind. Ich werde es trotzdem kaufen und lieben. Sind die Deftones.
Und die Deftones sind der Grund dafür, dass ich einmal angefangen habe, eine eigene Meinung zur Musik zu bilden, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht muss ich den ganzen Einheits Ball hören oder dass es meine Freunde hören, sondern ich höre mal einfach die Musik, wo ich denke, okay, vielleicht könnte mir das ja auch ein bisschen was bringen. Oh, das klingt ja interessant. Und dann habe ich die Deftones kennengelernt und habe dann wirklich das Album White Pony, wo ich auch dann halt das Logo von White Pony auf meinem Arm tätowiert haben lassen, bei einem Song gemerkt, ich habe früher schon Schlagzeug gespielt, dann habe ich aufgehört, Schlagzeug zu spielen, dann habe ich wieder angefangen, Schlagzeug, um Gottes Willen, warum trinke ich denn und du trinkst nicht, Mats, das ist total unfair. Jedenfalls habe ich dann... Was der genau wissen will, weil du angefangen hast, Schlagzeug zu spielen, soll deinen verrückten Podcast hören. Weil da wird das auch so, schon in der ersten Folge genau. Ein bisschen angeteasert. Ja, wirklich. Ja, so. Und dann habe ich in einem Song, und zwar von Deftones, der Song Digital Bath, habe ich rausgehört, ach guck mal, es gibt noch weitaus mehr am Schlagzeug zu entdecken, als ich bisher dachte. Und dieser Song ist dann halt wirklich grundsteinlegend dafür gewesen, dass ich gesagt habe, okay, Schlagzeug nochmal auspacken, nochmal gucken, was kann man damit eigentlich überall spielen, und habe gemerkt, okay, ich habe wirklich nur die Spitze des Eisbergs irgendwie erlernt, es gibt noch so viel mehr. Und demzufolge ist wirklich Deftones schuld daran, dass ich jetzt in Berlin lebe, eine wundertolle Frau habe, mit dir einen Podcast aufnehme, zahlreiche Follower auf Social Media habe, Signature Sticks besitze und mein Geld mit Musik verdiene. Deswegen ist wirklich, da ist wirklich Deftones dran schuld. Ich hätte so schön eine BWL-Karriere hinlegen können. Nee, hast du nicht irgendwas mit Sozialpädagogik oder so studiert? Oder? Ja, ich habe Medienpädagogik studiert. Ich hätte jetzt ein Jugendzentrum leiten können, welches jetzt zugewehre wegen Covid und müsste jetzt irgendwie online, was macht man im Jugendzentrum? Online malen, Window-Color-Kurse anbieten. Window-Color. Oder DJ-Breakdance-Kurse. Oder das. So. Und aber da fehlt doch noch, der bekannte genau. Teil dieser Geschichte. Da wollen wir hin. Deftones, ich liebe sie, ich habe ein Tattoo von denen, ich werde Drummer von Casper. Grüße! Und wir spielen ein Festival auf Schalke, wo einfach die Deftones auch spielen, und zwar vor uns. Und das ist schon so, what the fuck, was passiert hier gerade? So, ich kann einfach ein Jahr lang nicht pennen, als ich rausbekomme, dass die mit uns auf dem Festival spielen, oder andersrum, dass wir auf dem Festival mit denen spielen. Und dann kommt der Tag wirklich, wir spielen auf Schalke. Was auch schon unfassbar krass ist einfach, dass man sagen kann, ich spiele auf einem fucking ein Konzert, ein Festivalkonzert auf fucking Schalke. So. Und dann kommen wir dann halt dort an und wir werden zu unserem Backstage geleitet und wir sehen, oder ich sehe in dem Moment, okay, unser Backstage ist dort vorne und rechts neben uns, die Tür neben uns sind die Deftones. Also meine Super-Idole sind einfach Tür an uns. Und ich bin so, holy shit. Und jedenfalls, ich komm an, ungefähr, wann war das, 13 Uhr oder sowas, und geh auf Toilette. So, und an der Toilette stehe ich am Pissoir und auf einmal steht ein Dude neben mir, groß wie ein Kühlschrank, lange Haare, und es ist fucking Stephen Carpenter, der Gitarrist von den Deftones. Und ich bin so, holy shit, es ist Stephen Carpenter. Und ich habe mein Tattoo hier am rechten Pissoir Oberarm. Für Sie. Genau, am Pissoir. Wir beide haben unsere... Gemächer in der Hand und Gemächte. Und ich habe rechts, also am rechten Trizeps habe ich ein Deftones-Tattoo. Und ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt fertig bin, ich werde auf jeden Fall vor ihm fertig sein. Und ich werde mich nach rechts rumdrehen. Ich werde auf jeden Fall vor ihm fertig sein. Ja. Ah, okay, ja. Er hatte dann Spargel gegessen. Dann wird er das Tattoo entdecken, was es scheiße ist. Und wenn ich mich nach links rumdrehe, dadurch, dass er rechts vor mir stand, würde ich total awkward-mäßig ihn irgendwie streifen oder was auch immer, ich weiß es nicht. Es war super awkward und total dumm. Ich bin fertig, ich weiß nicht, welche Option ich gewählt habe. Ich stehe am Waschbecken, wasche mir die Hände und merke einfach, wie Abe Cunningham, deren Drummer, ins Badezimmer kommt. Und ich bin so, ey, das ist einfach der Typ, weshalb ich jetzt gerade heute hier auf Schalke ein Konzert spielen kann. Und das ist einfach total Banane. Ungläubig. Also wenn du ihn mal triffst auf einem Konzert von ihm, du hast irgendwie die Möglichkeit, er kommt raus und du sagst, hey, kann ich ein Foto machen? Er sagt, ja, klar, gerne. Dann ist es ein geiler Zufall und du sagst dir, ey, cool, ich habe ihn getroffen auf dem Konzert. Aber wenn du zusammen mit ihm nach 15 Jahren, wo du ihn entdeckt hast oder wo er einfach diesen Grundstein gelegt hat, warum du genauso am selben Tag wie er in derselben Arena ein Konzert spielst, das war also der Moment, wo ich sagte, so, okay, das ist gerade super krass, was gerade abgeht. Das ist gerade so krass, dass ich gerade
dank dir, was du nicht weißt, hier heute Abend auch ein Konzert spielen werde. Ja, aber du hast es ihm doch gesagt, weißt du, oder nicht? Erzähl mal, so. Hast du es ihm gesagt? Und ich bin dann händewaschend, war ich dann so, und er war auf der Toilette, ich bin nicht auf seine Kabine gerannt, nein, auf keinen Fall. Ich bin aus der Toilette raus und er ist auch aus der Toilette raus. Und ich war dann so, hey, jetzt oder nie, weil ich werde mich so ärgern, wenn ich jetzt nicht ihn absolut anspreche. Absolut. Ich drehe mich um, ich sage, hey Abe, can we take a photo? Und er war so, man, we go pee together, we can take a photo together. Diesen Spruch hätte ich mir tätowiert, ganz ehrlich. Ja, den mache ich noch da rein. Und ich war so, fuck, wie cool ist der denn so? Also, ne, weil Backstage ist schon so ein bisschen, also Backstage angequatscht und Foto zu machen werden, ist oftmals so ein bisschen, ey, noch nicht mal hier, wo ich alleine oder Backstage bin, habe ich meine Ruhe, dass viele ja. auch dort vielleicht ein bisschen giftig reagieren könnten. Mhm. Aber er war so cool und war so, ey, klar, machen wir ein Foto zusammen. Wir waren zusammen auf dem Club zusammen. Und dann haben wir halt ein Foto gemacht. Wir haben zum Glück zwei Stück gemacht. Denn das erste Foto davon, da habe ich meine Augen geschlossen. Also ich habe mein Idol im Arm. Er hat mich im nicht Arm mal das die Augen geschlossen. Du. Meine, ja. Es ist auf meinem Social Media Instagram Account. Da habe ich wirklich das mit den Augen geschlossen, hochgeladen. Ist das es? Augen offen. Ja, 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 ist es auf jeden Fall. Hochladen. Ich habe auf jeden Fall noch das Foto mit, mit geöffneten Augen auch noch. Aber das war so mein Moment, wo ich mein Idol getroffen habe und immer wieder mich dran, also auch wenn ich heute noch die Musik höre von damals oder von denen oder jetzt, ja. bin ich immer so, Mann, ja. das hat irgendwas Besonderes. Und es gibt auch Leute, die finden die Musik nicht geil, aber es ist mir scheißegal, weil es ist einfach das, dieser ausschlaggebende Punkt gewesen für das mich. Ist ja das Gefühl, so, was man von damals mitbekommt oder mitgenommen und hat. Und was ich so schön finde, ist, dass ich ihn getroffen habe und er war super lieb. Es gibt so oft Momente, wo Leute irgendwelche Leute kennen oder treffen dürfen, die sie nur aus Medial kennen und dann sind die irgendwie total arschig. Es gibt dieses Gerücht, dass halt, wie heißt er denn? Der super Bösewicht aus Deutschland, Inglourious Basterds. Na, wie heißt er? Ich komme nicht auf den Namen, tut mir leid. Daniel Brühl. Nee, 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 der andere, der Ältere, der den Oberst spielt, der auch du meinst Apfelstrudel. Du meinst den Österreicher? Ja. Herr Walz. Genau, Christoph Walz. Es gibt sehr oft dieses Gerücht, was sich auch so schnell verbreitet hat, dass er privat ein Arsch sein soll. Das glaube ich nicht. Jeder ist im Herzen irgendwo gut. Vielleicht hast du ihn irgendwo getroffen oder vielleicht irgendwer ihn irgendwann getroffen hat, ihm eine Frage gestellt, die ihm gerade nicht gepasst hat und deswegen verbreitet sich auf einmal, der ist privat voll total der Arsch. Yo, wenn du jemanden irgendwo triffst und er ist gerade privat irgendwo und dann kommt irgendeine Fitzpiepe an und fragt ihn, Entschuldigung, können Sie mal einfach so reden wie auf Inglourious Basterds und ich nehme es auf meinen Instagram-Kanal oder auf meinen Anrufbeantworter. Natürlich kommt er dir vielleicht pumpig entgegen, weil er will auch mal irgendwann privat Christoph Walz sein. Und wenn sich dann irgendwie verbreitet, das ist ein böser, gemeiner, doofer Typ, finde ich es immer super unfair. Ja, und außerdem, ich meine, du kennst es ja selbst, wie dann auch die Leute auf einen zukommen. Es ist ja nicht, hallo, schönen guten Tag, dürfte ich mal mit dem Foto machen? Es ist ja nicht, das ist er da, mach mal ein Foto hier. Und, und ich denke mal, wenn einer so weit oben im Showbiz ist, ich glaube, da kann man auch jetzt nicht immer mega relaxed sein. Aber ja, und ich finde es auch voll in Ordnung. Hast du denn die Deftones People danach nochmal gesehen? Also gesehen, getroffen? Also wir haben Tag drauf, haben wir auf dem Hockenheimring, das war so ein Doppelfestival, das war Schalke und Hockenheimring gemeinsam und habt auch euch mit denen so gespielt. Wiedererkannt und so auf dem Flur so, ja, ja, hey. Ja, kurz genickt so. Ich war auch so, ey, ich geh jetzt nicht hin, ich quatsche jetzt ja nicht voll, weil das ist das Letzte, was er möchte. Cool. Und ich finde es immer spannend, wie man einfach bei solchen Festivals zum einen finde ich es super, super, super spannend, wie man einfach Jugendhelden dort trifft, wie man die so ein bisschen privat erlebt, wie sie am Catering sind, wie sie privat rumlaufen, wie sie mit anderen Leuten umgehen, ob die jetzt, da war eine Band, ich möchte keinen Namen nennen, die sind zu viert, aber es gab vier Tourbusse und man ist so, ich dachte, ihr seid eine Band und Freunde, aber auf einmal habt ihr alle einen Bus und man ist so, oh nein, schade, ich dachte, ihr seid Freunde. Aber auch das ist ein Ding, was ich verstehe, weil wir sind deutsche Künstler, wir spielen Deutschland, Österreich, Schweiz, wir sind 3-4 Wochen aufeinander auf einer Tour und wir haben uns alle gern und am Ende der Tour ist man auch fertig und man, also im Sinne von so, Leute, ich liebe euch, aber ich bin jetzt so froh, dass ich einfach ein Wochenende jetzt zu Hause abhänge, wir sehen uns nächste Woche zum Bierchen. Ja, aber und der eine braucht ein bisschen mehr Zeit für sich als der andere. Voll verständlich, aber wenn ich verstehe, wenn du halt Weltstar bist und du bist ein ganzes Jahr lang nur auf Tour, oder Weltstar sind ja meistens 3 Jahre auf Tour, dass du auch dann Bock auf deinen eigenen Bus hast, dass du sagst, ey Leute, wir hängen den ganzen Tag ab, wir spielen eine geile Show, ich liebe euch, aber von 10 bis nächsten Morgen um 10 habe ich einfach nur Bock auf Netflix in Unterhose und kein Gequatsche oder dass ihr unten Bier sauft. So. Absolut. Aber absolut. Ne, verstehe ich vollkommen. Alles egal.
Aber nochmal zurück zum Thema Foto und so ein Backstage anquatschen. Ich meine, ich habe es mit Benjamin nicht gemacht, aber was meinst du, was würde Casper antworten, wenn ich sagen würde, hey, komm, lass uns jetzt mal ein Foto machen. Würde er es tun oder nicht? Natürlich. Also das Ding ist, er schmeichelt ja immer sehr. Es ist immer die Frage, wie man es macht. Es ist immer die Frage, wo man es macht. Ich kann jetzt nur für Benjamin sprechen, weil ich halt wirklich hautnah bei ihm dabei bin. Wenn wir nach einer Show, wenn wir jetzt ein Konzert spielen in Köln, in dieser einen Arena und wir kommen von der Bühne runter. Nee, doch bestimmt, oder? Langstes haben wir schon gespielt, ja, war super. Achso, Langstes, ich sag mal Langstes, sagt man Langstes? Langstes. Langstes Arena, okay. Dann sind wir im Backstage, wir alle duschen, wir essen was, wir trinken Bierchen und dann sind einfach 3 Stunden nach der Show vergangen und wir gehen vom Backstage zum Bus und da sind immer noch eine Traube Menschen von 20 bis 50 Leuten. Dann nimmt er sich auch gerne die Zeit und sagt, ey Leute, es ist so krass, dass ihr gewartet habt. Natürlich können wir noch mit allen ein Foto machen und ein Autogramm kriegen, wenn es irgendwie gesittet stattfindet. So, das ist ja dann schon natürlich, also die Fans machen es ja aus. Also die, ne, das ist ja das Ding, du musst ja dann, ich verstehe, wenn Justin Timberlake nicht jetzt unbedingt in Köln noch Fotos machen geht, aber es kommt immer darauf an, wenn du jetzt zum Beispiel am Ostermontag mit deiner Familie irgendwo in einem Restaurant schön essen gehst und dann kommt jemand an und der fragt nicht höflich, sondern so ein bisschen, du bist doch, können wir ein Foto machen? Dass man dann sagen kann, hey, pass auf, es ist Ostermontag, meine Family, ich hätte die lange nicht mehr gesehen. Es wäre sehr nett, wenn ich einfach hier als Privatperson sein dürfte. Dann verstehe ich bei jedem Promi, dass man da sagen kann, tut mir leid, ja, oder nicht. Ja, ja. Aber Justin ist mega entspannt, als er hier ein Konzert hatte, wurde ich irgendwie mitgeschleppt und seine Frau ist noch entspannter. Hätte ich nicht gedacht, die stand die ganze Zeit unerkannt neben uns, weil wir standen relativ gut vorne. Und dachte ich mir so, Jessica Biel? Die kleine Jessica, ja. Ja. Ja, ja. Die ist wirklich ungeschminkt. Bildschön. Bildschön. Wie nochmal? Das haben wir jetzt nicht gut aufgenommen. Kannst du es nochmal wiederholen? Okay. Matze, du siehst wunderschön aus heute. Okay. Wir spielen mal ein bisschen rum. Was ist, wenn Mats Up so geil erfolgreich wird, was natürlich wird, dass in Staffel 2 oder Staffel 3 du sogar so renommierte und Promis hast, nicht so dumme Drummer von irgendwelchen erfolgreichen Superkünstlern, dass du selbst sogar Bastian Pastewka ans Mikro bekommen würdest. Wie würdest du dich vorbereiten? Also ich habe gestern eine Q&A-Session gemacht mit meinen Followern, mein Lieber, mit den 12 Followern. Mutti und mein Onkel. Da wurde ich tatsächlich gefragt, wie meine Wunschgästeliste aussehen würde. Ich habe ihn nicht mit draufgenommen, weil ich wäre, glaube ich, so ein bisschen starstruck. Ich würde mich natürlich vorbereiten, weil ich ja auch sowieso für alle Gäste was vorbereite. Ich würde mich aber nicht verrückt machen. Ich würde, glaube ich, einen Schluck Whisky nehmen und würde damit ganz offen umgehen. Geil. Und ich glaube, also ich kann schon ganz gut so einen Schalter umlegen und einfach zack, ich würde performen. Aber ich würde, das wäre Big Deal für mich, sage ich mal so. Und hier kommt Bastian Pastewka. Ich vergöttere ihn, genau. Also Anke Engelke auch, die finde ich auch sehr, 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 sehr lustig. Aber mit Bastian habe ich so wahrscheinlich, wenn man mit denen eine Geschichte hat, auch wenn es hilft ja schon, wenn man irgendwie, also so ein Album, wir haben ja auch letztens über Alben gesprochen, dass sie ja immer noch eine ganze Geschichte erzählen, dass man das ja gar nicht mehr so kennt, dass man damals als Jugendlicher auf dem Bett gelegen hat, man hat ein Booklet beim Hören sich angeschaut. Ich habe mir damals Booklets, habe ich mir abgeschrieben, weil ich es irgendwie handschriftlich haben wollte auf Voll A4 geil. Und Voll so. Geil. Und ich glaube, wenn die einen so begleiten und man verbindet ja dann dadurch die Geschichte aus der Kindheit oder aus der Jugend, ist es ja dann was ganz anderes. Und ich bin manchmal überrascht, ich meine, wir sind jetzt auch so ein bisschen über 30, knapp über 30, dass man ja schon sagen kann, boah, den Künstler mag ich seit 20 Jahren, das ist doch total irre. Ja, das ist krass, oder? Ne? Das ist wirklich krass. Ja, und ja. Gefühlt ja, haben die sich irgendwie so gar nicht verändert, weil man denkt, okay, das ist alles noch so wie damals. Ich habe zum Beispiel, momentan gibt es auf Netflix diese super, super, super gute Dokumentation The Last Dance über Michael Jordan in den 90ern oder Chicago Bulls in den 90ern mit Rodman, Pippen und Jordan. Und ich sehe die Bilder von den 90ern, wo ich halt aktiv NBA verfolgt habe und sehe den alten Michael Jordan, wie ich ihn halt wirklich dann am Fernseher sehen konnte. Und dann siehst du diesen Michael Jordan heute und man ist so, shit, also er ist alt geworden, keine Frage, definitiv soll und muss und darf er natürlich auch, aber man ist so, hey Moment mal, wenn er jetzt schon so alt ist, dann bin ich ja genauso mitgewachsen und Absolut. Als er damals auf dem Court stand und dieses Game 6 gewonnen hat,
da war ich, und man denkt zurück, man ist so, ey, da war ich 13, ach du Scheiße. Und das ist dann so, man sieht mittlerweile Dokumentation oder Filme oder Reportagen oder was auch immer von damals und kann sagen, ich war dabei. Genauso wie jetzt zum Beispiel 9-11. Also 9-11 war für uns beide so greifbar, dass wir beide sagen konnten, ich weiß noch ganz genau, was ich an dem Tag gemacht habe. Und mittlerweile bin ich ja auch Schlagzeuglehrer und frage meine Schüler, manche sind davon Jahrgang 2000, manche sind Jahrgang 2010. Und für die ist halt 9-11 sowas wie für uns der Mauerfall. Also man weiß, da war was, also jetzt nicht für 2000er, natürlich nicht, aber man weiß, da ist was geschehen, aber ich war viel zu jung, um das mitzubekommen. Also ich weiß noch genau, als der Mauerfall war, da war meine Mutter und mein Vater oder mein, zu Hause war, der Fernseher lief, alle waren ein bisschen aufgebracht, alle waren so ein bisschen so, oh, es passiert. Ich habe nichts kapiert. Ich war auch 5, glaube ich. Und ich war so, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Und natürlich später nachgeholt, später gecheckt, was überhaupt die Sache war. Ja. Und war so, okay, ja, krass. Ja, genau. Und ich habe halt Schüler, die sind jetzt 25, sagen wir jetzt mal einfach mal. Und für die war 9-11 nicht greifbar. Die wussten, dass es passierte, die wussten, dass die Eltern ein bisschen in Aufruhr war, aber für die war es nicht greifbar. Und das ist so das Ding, wo man so merkt, so, oh Mann. Und genauso wie jetzt gerade in der Pandemie, wir halt hier mit Corona einen Podcast aufzeichnen, in 10, 5, wenn die Menschheit noch existieren sollte, werden Leute oder Zeitzeugen gesucht, die sagen werden, was habt ihr gemacht damals? Was habt ihr gemacht? Ich werde sagen, ich habe 3 Folgen mit Matze aufgenommen. Ewigkeiten gebraucht, um was hier in Gange zu bringen. Genau. Aber ich glaube, das ist, also da liegt ein Unterschied zwischen geschichtliche Ereignisse oder auch Personen. Ich habe auch letztens, ich weiß nicht, war das eine Praktikantin oder eine Studentin, die hatte irgendwie oder uns, wir waren irgendwie in einer Runde, als man sich noch in einer Runde treffen konnte. Ja. Das Alter verraten und das allererste, was mir in den Kopf gestiegen ist, von wegen, da kennst du ja Prinzessin Diana gar nicht. Also nicht. Oh, krass. Nicht real. Und sie hat gesagt, eigentlich war ja die Antwort viel komischer und das musste sich erstmal so setzen, von wegen, nee, von der habe ich irgendwie mal so nur so am Rande gehört, dass es die mal gab. Und damals gab es ja auch kein anderes Thema, ja. Boah, ist das krass. Und ich finde immer wieder erschreckend, ich glaube, unsere Hörer sind in unserem Alter, sagen wir es mal so. Ich finde erschreckend, wenn zum Beispiel, als ich 10, 12 war, das hat so Geschichten wie zum Beispiel Bob Marley oder Beatles vielleicht sogar. Das waren so Oldies, aber Bob Marley, Beatles, das waren so Oldies, das waren so Elternmusik. Aber die Zeitspanne von dem, als ich 13 war oder 12 oder 11 oder was auch immer zu Bob Marley, ist dieselbe wie jetzt zu Backstreet Boys, Eminems erstes Album vielleicht sogar. Und man ist so, nee, Moment, das ist was ganz anderes. Also es ist eine fucking geile Musik, Eminem, Bob Marley, aber alles richtig geile Mucke, aber es war ein anderes Gefühl. Man war so ein bisschen so, ey, das war eure Musik, ich habe keine Ahnung davon, wir hören heute Michael Jackson und Guns N' Roses oder was auch immer. Und heute ist es so, ey, Backstreet Boys oder Eminems erstes Album ist für die Kids einfach so 20 Jahre her. Und das ist dann schon so, oh, ich habe alte Musik rausgekramt. Ja, das stimmt allerdings. Aber ich liebe dieses Thema so, geschichtliche Vergleiche und voll. Das habe ich, glaube ich, damals als Jugendlicher schon gehört. Es gibt so ein paar Sätze oder Ereignisse oder ja, Momente, die sind so festgeblieben. Vielleicht kennst du das, wenn man so über Aussagen so ewig nachdenkt und denkt sich, oh krass. Und ich fand am coolsten, das fällt mir jetzt gerade ein, nur weil wir so ein bisschen über Geschichte und jahrelang hergesprochen haben. Unsere Zeit ist dichter dran an Kleopatra als Kleopatra zur Erbauung der Pyramiden. Das ist krass. Ich würde vorschlagen, lieber Timur, wir machen tatsächlich daraus eine Sondersendung. Also ich finde es gar nicht schlimm, dass die etwas länger, weil wir haben natürlich jetzt mega überzogen. Ja klar, voll. Übrigens, liebe Hörer. Ich habe jetzt auch einen schottischen Whisky geholt. Cheerios. Und Cheerio. Oh, ich esse übrigens, sorry. Ja, Essen im Podcast, ganz schlimmes, ganz rotes Tuch. Cheers! Wir machen hieraus eine Sondersendung und wir quatschen einfach weiter. Es ist uns scheißegal, wer jetzt noch dran ist. Auf euch. Auf euch, auf uns alle. Ach, Matze, sehr schön. Schottischer Whisky, geil. Lecker. Finde ich gut. Ja.
Du aber, mein Freund, Freund Blase, wir haben es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen und ich finde es ganz interessant, wie wir beide darüber reden. Konsum heute und damals, ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, den hast du mitgebracht. Ja. Denn wir sind natürlich zu ganz ereignisreichen Zeiten auch aufgewachsen. Ich habe damals wirklich ganz viel Wert auf Alben gelegt tatsächlich. Ja. Und heute in dieser digitalen Welt, die ich auch übrigens also auch liebe und ich sehe auch die ganzen Vorteile im Streaming-Business, ja. Es ist aber dennoch, verbinde ich immer, und das brauche ich tatsächlich noch, wenn ich Musik hören will, dann will ich eine Geschichte und nicht nur Song für Song. Und ich habe jetzt deswegen, weil man das tatsächlich verlernt, weil man ja nur die Vorteile und das Bombardement dieser digitalen Streaming-Musik zulässt, habe ich mir wieder antrainiert, tatsächlich Alben zu hören. Also tatsächlich Musik Hammergeil. Zu hören und nichts anderes zu machen. Also jetzt nicht nebenbei, ja. Ich höre immer nebenbei Musik, sondern das nicht als nebenbei Geplänkel anzunehmen, sondern sich auf die Couch setzen oder in den Sessel oder in den teuren Ferrari oder aufs Pferd und einfach nur ein Album hören. Von vorn bis Geschichte hinten hören. Ja, absolut. Und das auch ruhig mal mehrmals. Man muss aber unterscheiden, ich bin das da voll auch. Bei dem Mann. Ich auch. Ich muss unterscheiden, dass die, wir nennen sie mal die alten Künstler. Wir gehen zurück zu den Deftones. Die machen noch Konzeptalben. Das ist, die machen ein Thema und das zieht sich durchs ganze Album dann durch. Aber heutzutage, die jungen, neuen Künstler, um Gottes Willen, nicht alle, auf gar keinen Fall. Aber es gibt viel mehr Künstler heutzutage, die einfach wirklich mit dem jetzigen Medium arbeiten. Die releasen keine Alben mehr, sondern die sind so, hey, ich kann heute eine Single raushauen und die ist auf Spotify und ich kann heute Kohle machen. Um Gottes Willen, nicht jeder Musiker macht Musik, um Kohle zu machen, sondern viele machen auch Musik einfach der Kunst wegen. Aber dieses ganze Konzept Album ist einfach irgendwann so ein bisschen gekippt und man ist dann einfach so, okay, warum sollte ich noch ein Album rausbringen, wenn doch eh alles streamen? Lieber bringe ich doch einfach eine Single raus oder ein Mixtape mit 5 Songs. Richtig. Und, richtig. Und das ist der Unterschied dann halt zwischen der jetzigen, heute neuen Musik in Anführungsstrichen und halt den ehemaligen, oh, das klingt immer so, das klingt wie so zwei Lager, muss ja auch gar nicht sein, es muss ja auch gar nicht sein, aber ich weiß genau, was du meinst und da bin ich genau bei dir, denn wir sind ganz anders aufgewachsen mit dieser Musik. Ja, wir haben jetzt und, so beides kennengelernt, ich glaube, deswegen können wir das so gut vergleichen, weil wir beides absolut. Konsumieren und ich sage jetzt mal, ich glaube, es ist ja tatsächlich so, mit Alben, auch wenn viele die Kunst machen wollen, aber die Entscheidung wird auch abgenommen. Und ich sage so, die Kunst machen zu können und Musik machen zu können, ist es natürlich auch hilfreich, wenn man ein Management und ein Plattenvertrag hat. Und ich glaube, das Geld verdient man ja sowieso mit Konzerten und Touren und nicht mehr mit einem Albenverkauf. Ja. Ja, das ist halt sehr, sehr schwierig mit Geld, mit physischen Tonträgern Geld zu verdienen. Vielmehr läuft das alles heutzutage über halt Konzerte und Touren. Über Merchandise oder Merchandise, halt natürlich Werbeverträge oder genau. Werbeverträge halt, klar. Ich glaube, also dass viele neue Künstler halt wirklich dann Werbeverträge mit irgendwelchen großen Firmen eingehen und dadurch dann halt ihr Haupteinkommen haben. Es ist halt krass einfach, wie mittlerweile momentan das so gewandelt ist. Genauso wie früher auch Schauspieler oder sowas zum Beispiel, ist ja ebenfalls. Also wenn du jetzt ein Serienstar wirst auf Netflix oder sonst wo, ist ja derselbe Stellenwert wie früher, einfach, dass du halt Kinoschauspieler warst. Und ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, ob Kinoschauspieler und Serienschauspieler, ob es da einen Unterschied gibt. Da bin ich nicht in der Branche drin, aber. Ja, aber schau dir doch mal an, wer jetzt die Serien macht. Das sind alles Hollywood-Schauspieler. Die haben jetzt auch alle eine Serie. Ja, oder andersrum. Oder andersrum, dass halt zum Beispiel, nehmen wir mal die Kids von Stranger Things. Die sind durch diese Riese riesig geworden und auf einmal ist halt Millie Bobby Brown, die halt 11 spielt, ist so. Auf Covern und man ist so richtig so Celebrity-mäßig, obwohl die noch nicht mal 18 sind. Ah, das finde ich immer ein bisschen beängstigend, ja. Ja, absolut. Ich hoffe, sie haben ein stabiles soziales Umfeld, damit die ein bisschen runter. Also. Absolut. Oder zum Beispiel Game of Thrones. Na klar, da waren auch Schauspieler bei von erfolgreichen und bekannten Filmen und Serien, aber auch so Leute wie zum Beispiel Emilia Clarke, die halt Daenerys gespielt hat, ist, glaube ich, durch die Serie erst riesig geworden, hat dadurch dann halt andere Rollen oder ein anderes Standing bekommen. Ja. Ne? Zum Beispiel. Ja, jetzt sind wir vom Thema weg, wir wollten zurück zur Musik. Also Musik, das Ding ist, naja, wir haben über Konsum gesprochen, also das passt genau, ja auch Konsum zum, generell, klar. Wir streamen ja auch Serien oder Folgen oder Episoden. Exakt, ich weiß noch, ich habe zum Beispiel Lost, die Serie, als DVD-Staffelbox gekauft, als Student damals, hatte sehr wenig Geld und habe mir wirklich erspart, dass ich weitergucken konnte. Heute hast du einfach Netflix-Account, den du mit 5 Kumpels teilst, jeder zahlt irgendwie 2 Euro.
Sind wir mal ehrlich, jeder macht das. Und du guckst einfach eine Serie, wenn sie nicht mehr gefällt, weil du was Neues, Interessanteres oder was Neues, irgendwie Geschmackvolleres oder Glitzernderes da um die Ecke steht, sagst du, ich guck die nächste Serie, ist mir scheißegal. Früher hattest du diese Option nicht. Früher hast du einfach dann, du hast das bekommen, du hast das konsumiert, was du halt hattest, wofür du Geld ausgegeben hast. Und das war bei uns beiden nämlich der Fall, denn wir sind Kids aus den 80ern. Wir haben damals Monatsgeld bekommen, also Taschengeld einmal im Monat. Und aber doch nicht in den Geld, 80ern, da haben wir noch kein Taschengeld. Nein, um Gottes Willen, in den 90ern. Wir sind in den 80ern geboren, aber in den 90ern haben wir Musik konsumiert. Und da war es so, man hatte halt Geld für ein Album im Monat. Und dann hat man sich das Frühjahr im CD-Fachhandel, hat man gesagt, Entschuldigung, kann ich hier mal reinhören bitte? Und hat in diesen ekligen... diese speckigen Ekelkopfhörern die CD reingehört. Man hat durchgesehen, man hat gedacht, okay, ist das meine Musik? Wird das meine Musik? Wann werde ich diese Musik hören? Und man hat dann irgendwelche Alben gekauft. Manchmal hat man wirklich dann einen Goldgriff gehabt und dachte, okay, geiles Album, das ist mein Album Mai 98. Und manchmal, und das fand ich super interessant oder finde ich heute noch interessant, hast du ein Album gekauft, das fandst du nicht geil. Du hast zu Hause gemerkt, boah, irgendwie, die Single ist der Kracher, aber der Rest ist wirklich Müll. Aber du hast Geld dafür gegeben, du hast nur dieses eine Album und du hast es so oft gehört, bis du die Songs lieben gelernt hast. Und du hast den Songs eine Chance gegeben. Du hast den Songs gesagt, okay, ich mag dich nicht, aber ich höre dich trotzdem. Und irgendwie nach dem sechsten, siebten Mal hast du gemerkt, so, jetzt check ich den Song so ein bisschen. Und hast geschafft, dass der Song wirklich dann halt vielleicht zum Lieblingssong wurde, vielleicht aber auch zum Song, wo du sagst, okay, jetzt check ich den halt. Und heute ist es ja so, Album kommt raus, also manchmal, nicht immer, manchmal. Album kommt raus, du skippst es so halbherzig durch bei Spotify, während du mit dem Auto zur Arbeit fährst und denkst dir, das ist nix, ich höre wieder das Album von 98, Metallica Kill 'Em All, geiles Album, hau ich rein. Sind nur Hits drauf. Zumal man ja, glaube ich, nur so 10 Sekunden in die Alben reinhören konnte oder in die Singles damals. Ich glaube, unser Plattenladen in meiner Heimatstadt hat, glaube ich, auch den originalen Titel Top 10. Top 10. War danach, glaube ich, ein Klamottenladen, ich weiß es gar nicht, ob es den immer noch gibt. Der Name blieb gleich. Ich glaube, daher kommt aber auch so dieses Fansein, weil man hat sich dann natürlich damit beschäftigt und das Geld natürlich gespart für Sachen, die man mochte oder wo man vielleicht wusste, okay, da hat man sogar noch ein bisschen alle Augen zugedrückt, wenn jetzt das nächste Album von deiner Lieblingsband oder Künstler jetzt nicht so der Hammer war, du hast es ja trotzdem, ich sag jetzt mal, appreciated, absolut, ja, du hast es ja trotzdem wertgeschätzt und genauso stolz ins Regal. Oder kennst du noch diese fürchterlichen, hässlichen CD-Ständer? Das hast du ja quasi drapiert, damit jeder, der in dein Jugendzimmer kommt, genau, deine enorme CD-Sammlung gesehen hat, chronologisch sortiert, wo ich selber überrascht war, und das habe ich dir auch geschickt, war wirklich Orville Peck. Wir beide lieben Orville Peck. Ich liebe Orville Peck, und als ich dieses Cover gesehen habe, da dachte ich mir so, okay, das ist zwar Country, aber das wird anders sein. Ich wusste das. Und ich habe reingehört und das erste Lied, also ich kann es kaum hören, weil ich es kaum ertrage, weil es fantastisch ist. Ja, aber das ist wirklich so ein Ding, was unsere Freundschaft sehr gut beschreibt, nämlich das Ding ist einfach, ich habe Orville Peck schon mal vorher gesehen, dachte dieser Country-Typ mit dieser geilen, komischen, coolen Maske irgendwie so, aber ich bin immer so ein bisschen müde, neue Musik zu hören, weil ich einfach dann merke oder sehr oft merke so, okay, boah, ist mir nix, ich höre Kill 'Em All von Metallica weiter. Stopp, dann kommen wir mal gleich zu meiner Frage, weil ich sehe hier gerade und die würde jetzt perfekt passen. Lass uns mal wieder ein bisschen on track gehen. Hier ist eine, mit welchem Musikgeschmack habe ich dich denn bisher am meisten beeindruckt, weil es passt jetzt. Wie Faust aufs Auge. Passt. Die Arsch auf einmal. Okay. Genau. Lieber Zuhörer, es ist folgendermaßen. Der Matze und ich, wir lieben Musik entdecken, Musik hören, Musik fühlen. Und wenn wir was Neues entdecken, dann schicken wir uns immer Screenshots von den jeweiligen Alben. Denn wir hören bei unterschiedlichen Streaming-Anbietern. Und oftmals... Das hast du lieb gesagt. Aber oftmals sehen wir beide sehr richtig, wenn wir den anderen was empfehlen. Und ich finde das eine der schönsten Sachen bei Unterhaltungsmedien, wie zum Beispiel Serien, Filme, Bücher, Musik, dass man sagen kann, ich glaube, das könnte dem und dem gefallen. Und wenn ich was höre, wo ich denke, so, boah, ich glaube, das ist was für Matze, dann schicke ich dem das. Und ich weiß ganz genau, du hörst rein. Ich weiß das ganz genau. Ja. Und dann kommt was zurück wie, boah, geil. Und man ist so, yes, ich hab es geschafft. I made his day, so. Und ich glaube, wenn ich jetzt einen aufsehen oder zwei aufsehen müsste, dann wäre es auf jeden Fall Orville Peck.
ganz oben, denn ich habe das Cover schon gesehen gehabt und ich war so, ja, ich bin ein bisschen müde, neue experimentelle, ist was ganz Neues an Musik zu hören. Hm. Aber als du es mir geschickt hast, war ich so, okay, wenn Mats es gut findet, höre ich mal rein. Ich habe es reingehört, das war so richtig geiler Chris Isaak Vibe und ich war so, Alter, das ist richtig gut. Und es gibt auch manchmal Musik, die passt nur zu bestimmten Zeiten. Es hätte auch sein können, dass du es einen Monat vorher mir schicken hättest können. Und in dem Moment war ich dann halt einfach mehr auf Metallica Kill 'Em All. Und hätte gedacht so, ja, nett, aber höre ich gerade nicht zum Beispiel. Ja. Und zum anderen war es auch Black Pumas. Denn, ich weiß noch, du hast großartig. Es mir geschickt, aber das war an dem Tag, als ich wirklich, also wir haben, meine Frau und ich haben letztes Jahr einen Roadtrip gemacht, Richtung Süden, Österreich, Kroatien und sowas. Und an dem Tag, als du es geschickt hast, war ich gerade am Packen etc. und hatte keine Zeit reinzuhören und habe gesagt, ey geil, höre ich noch rein. Leider natürlich vergessen gehabt. Genau. Jedenfalls habe ich es irgendwie einen Monat später, habe ich selber Black Pumas entdeckt und war so, oh, das ist richtig. Was für Matze. Ja. Schick es dir und war so, oh Moment. Ich habe hochgescrollt. Du hast es mir vor einem Monat geschickt. Also von daher, das ist schon wirklich so. Liebe Hörer da draußen, wenn ihr, es ist sehr kostbar, finde ich, wenn du Freunde hast, wo du halt was mitteilen kannst oder wo du Freunde hast, auf dessen Meinung du Wert legst. So, wenn du weißt, man kriegt ja immer was empfohlen. Man kriegt ja auch bei im Internet, ey, die 5 Serien müssen diesen Sommer gucken oder was auch immer. Und denkst du, ja, mein Gott. Darauf höre ich gar nicht übrigens. Nein, ich auch nicht. Oder auch die ganzen Amazon-Rezensionen bei Büchern oder sowas. Aber wenn man Freunde hat, die den gleichen Geschmack teilen, sei es Musik, sei es Bücher, sei es, keine Ahnung, irgendwas, und man sich da austauschen kann und man weiß, man hat denselben Riecher, das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr hohes Gut. Finde ich super, dass wir das haben. Total. Aber ich glaube, es macht auch nur auf diesem Level so gut oder so sehr viel Spaß, wenn man diese Leidenschaft einfach teilt. So. Und, aber ich finde, es ist ein mega Kompliment, dass du als Berufsmusiker das annehmen kannst und ich dich noch, also jetzt mal in Anführungsstrichen, dich beeindrucken kann. Also das ist, du, ganz ehrlich, das bedeutet mir schon viel. No. Aber da das ja hier, das ist ja nicht umsonst eine Sondersendung, kommen wir mal auch zur nächsten Frage, weil sie auch gerade so gut passt. Also wir haben einen One. One boy. Wir haben beide Whisky drin und wir haben einen Run. Wir haben einen One. Wenn du es in den Staaten sagst, du hast einen One, dann machen sie dir Platz, damit du schnell zur Toilette kommst. Aber hier meine Frage. Und ich finde ja auch, ich habe das auch schon bei deiner Frau anklingen lassen, weil ihr seid schon als Paar sehr süß. Also ihr seid schon ein bisschen drollig, muss man ja schon Danke. Sagen. Ihr seid sehr, sehr lieb und sehr, sehr herzlich immer noch. Also man muss dazu sagen, wir sind gerade in Corona-Zeiten und wir sind in der 8. Woche und wir lieben uns immer noch und wir haben uns immer noch sehr, sehr gerne. Es ist zu keinem Streit gekommen. Einmal gab es die kurze Situation, wo ich war so, ey. Du, das ist jetzt wieder too much. Nee, das ist jetzt schon wieder too much. Nee, das ich meinte, ich muss kurz mit dem Fahrrad einfach mal rausfahren. Ich bin einfach nur rausgefahren, eine Stunde, einmal um den Block oder irgendwie in den Wald oder was auch immer. Bin zurückgekommen, also alles gut. Was gibt's zu essen? Also was essen wir gemeinsam? Wir kochen zusammen, wir sind ja 2020. Alles gut, was gibt's zu essen, Frau? Was gibt's zu essen? Was hast du mir gekocht, als ich weg war? Okay, jetzt muss ich die Frage noch ein bisschen anders formulieren. Okay, stell die Frage, Entschuldigung. Nein, genau. Ich wollte sagen, weil du bist halt auch mega optimistisch und auch immer gut drauf. Und ich finde, was man, also ich stehe zum Beispiel auf Manieren und das merkt man, dass du auch mega, also zusammen auch mit deiner Frau, aber du hast auch sehr gute Manieren und du bist auch nicht müde, sie auch immer zu zeigen. Und dann klar, das habe ich dir eigentlich auch noch nie gesagt. Manners. Aber welches Kompliment kannst du am wenigsten annehmen? Wow. Puh. Erzähl, leg los. Ich überlege. Weil ich schätze dich so ein, dass es dir schon schwer fällt, dass du, glaube ich, eher Komplimente gibst als ja, ich liebe es auch zu verschenken, als geschenkt zu werden. Ja, ich auch. Mhm. Absolut. Aber ich glaube, das Kompliment, wenn ich drüber nachdenken müsste, wäre wirklich mein Schlagzeugspiel zum Beispiel. Also wie ich Schlagzeug spiele, das Ding ist, ich will niemals an den Punkt kommen, wo ich sage, I did it. Ich habe es geschafft, endlich angekommen, ich bin jetzt Profi-Schlagzeuger. Ich meine, ja, ich bin Profi-Schlagzeuger, weil ich mit Schlagzeugspiel mein Geld verdiene, meine Miete zahle, ja. Das macht den Profi von Amateur, das unterscheidet den, ja. Aber ich würde mich niemals in eine Reihe stellen oder in eine Top 10 stellen und sagen, hier, da gehöre ich rein, weil ich bin besser als du. Okay. Denn ich finde, Schlagzeugspielen oder generell Musizieren, da gibt es so viele Facetten von. Da gibt es so viele Drummer, die sind besser als ich. Da gibt es so viele Drummer, die sind anders als ich. Und man muss da immer so ein bisschen eine Balance finden. Deswegen würde ich, wenn mir jemand nach dem Konzert sagt, ey, du hast richtig geil gespielt,
Du hast richtig, richtig geil gespielt. Dann würde ich sagen, hey, danke schön, das bedeutet mir sehr, sehr viel, weil es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Aber wenn ich wüsste, bei diesem Konzert heute Abend habe ich das und das und dies und jenes falsch gemacht oder falsch gespielt oder nicht so, wie ich es wollte, würde ich trotzdem denken so, ey, danke fürs Kompliment, aber ich weiß in mir drin, es hätte besser sein können. Aber ich habe gelernt in meinen 10 Jahren als Profimusiker, dass man sich nicht von innen auffressen lassen darf, dass man auch ruhig Komplimente annehmen darf, dass man auch wirklich, in dem Moment, wo ich ein Konzert spiele, geht es darum, dass ich halt dem Publikum, meinen Job als Drummer, dass ich das abliefer, was er erwartet. Eine fette, geile, coole Show, dass das Konzert steht, dass halt der Künstler, für den ich arbeite, Casper, eine geile Show hinkriegt. Und wenn da jemand nach der Show ankommt und sagt, ey, geile Show, heftig geil Drums gespielt und ich persönlich denke, da waren 3 Schnitzer drin und der Typ hat es nicht mitbekommen, dann habe ich was richtig gemacht. Weißt du, was ich meine? Weil er das Kompliment ja aus seiner Perspektive halt sagt. Ich glaube Drumming, aber einfach aus dem einen Grund, weil ich ganz genau weiß, hey, ich bin so sehr ein Lucky Bastard, dass ich jetzt genau da, wo ich gerade bin. Weil ich einfach, mein Traum war es, immer Berufsmusiker zu werden, immer große Bühnen zu spielen, immer irgendwie Drummer zu sein. Und das habe ich geschafft, indem ich einfach halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Also so blöd es klingt, aber ich habe in Bielefeld studiert, habe in Bielefeld Benjamin kennengelernt, den die meisten Hörer als Casper kennen, habe mit Benjamin dasselbe studiert. Ich habe mit Benjamin zusammen in derselben Disco gearbeitet, hinter der Theke, und dadurch haben wir eine Freundschaft aufgebaut, und durch diese Freundschaft hat er dann irgendwann, als es dann so weit kam, dass er Casper wurde, dass es dann hieß, hey, du kriegst eine Band, oder du willst eine Band, dass er meinte, ich kenne noch einen Kumpel aus Bielefeld, der spielt Schlagzeug, ich würde es gerne mit ihm probieren. Er hat dir eine Mail geschrieben, glaube ich, ne? So war das auch, oder? Genau, er hat mir eine Mail geschrieben, und so war es halt dann wirklich so, dass er halt, also wir haben zusammen studiert in Bielefeld, er hat in Bielefeld gelebt, wir haben zusammen gearbeitet, und dann ist er immer nach Berlin gezogen und meinte so, ey, ich setze alles auf eine Karte, ich will jetzt probieren, wie es klappt, oder ob es klappt, als Musiker erfolgreich zu werden. Und er hat den richtigen Move gemacht, er hat es geschafft, einen Musikvertrag und ein Label-Deal, und hast du nicht gesehen. Und irgendwann kam die Mail, nachdem wir alle so waren so, boah, er hat's geschafft, der eine hat's wirklich geschafft. Und dann kam die Mail, ich brauche eine Band, ich möchte dich als Drummer. Und ich war so, what the fuck? Also wir haben nie drüber gesprochen. Okay. Cool. Und als diese Mail ankam, war bei mir derselbe Moment, wo ich dann dachte, okay, alles auf eine Karte, ich probiere es einfach. Oder ziehe das Studium durch und habe einen sicheren, in Anführungsstrichen, sicheren Job. Habe auch alles auf eine Karte gelegt, 10 Jahre später bin ich bei dir im Podcast. So. So, und jetzt bist du dran, mein Freund. Aus diesem Grund, weil du das gerade so gut erzählt hast, erübrigt sich meine nächste Frage, die wäre nämlich gewesen, Timo, your star. Was war dein heftigstes Starstruck-Moment? Aber ich glaube, das haben wir schon im Vorfeld besprochen, weil du über die Deftones die Frage ja selbst mitgebracht gesprochen hast und du sitzt auch einfach vor mir. Also Starstruck. Starstruck, okay. Ich würde mich niemals als Star sehen, niemals. Niemals. Für mich bist du auch kein Star. Guck mal, wenn ich das jetzt sage, dann klingst du doof. Nein, aber ich weiß genau, was du meinst. Aber ich finde es super, weil ich finde es auch interessant, zum Beispiel, wenn wir das Thema aufgreifen, wenn wir dann halt Konzerte spielen, wenn wir Festivals spielen, dann trifft man natürlich andere Stars, also Stars im Sinne von prominente Persönlichkeiten Deutschlands, so ein Beispiel. Ja. Dann sehen wir auch mal Andreas Burani, dann sehen wir einen Tim Bensko, dann sehen wir einen Materia, dann sehen wir einen Crow, dann sehen wir eine Lena Meyer-Landrut. Und im Endeffekt sind es Lenas neuer Strandhut. Und im Endeffekt sind es auch alles Leute wie du und ich, die es ihnen Herzblut gemacht haben und es geschafft haben. Klar, definitiv. Aber, und jetzt kommt der Moment, als wir bei TV Total gespielt haben und bei Schlag den Raab und als Stefan Raab vor uns stand und uns die Hand geschüttelt hat, denn Stefan Raab lädt seine Musikgäste persönlich ein und besteht auch drauf, dass die Musikgäste live spielen. Und er dann reinkam und uns allen die Hand geschüttelt hat, das war 2013 oder 12, ich weiß es nicht mehr genau, aber so um den Dreh, das war ein Moment, wo ich so war, so, ey, das ist Stefan Raab, weil Stefan Raab, du kennst Stefan Raab nur aus TV Total oder aus seinen Shows, du kennst nicht, wie seine Frau aussieht, du kennst nicht, wie er im Schlabberlook einkaufen geht, du kennst nicht, wie er Urlaub macht auf einer Yacht oder sowas, wie bei jedem Fußballer, jeder Schauspielerin, jedem was auch immer Musiker, wo es private Aufnahmen gibt. Stefan Raab hat es so krass geschafft damals, dass er nur dieser Entertainer im Fernsehen war, im Anzug, in dieser Kulisse mit seiner Heavy Tones und sowas, sonst nichts. Und deswegen war es, fand ich damals so heftig krass, als er einfach mal vor mir stand, in Person, und man war so, fuck, das ist Stefan Raab. Ich meine, ich war nicht der Überfan, aber ich fand es schon super beeindruckend, dass er einfach mal in Person vor mir stand. So, man hat da trotzdem Respekt, man muss ja nicht immer mega Fan sein. Super krass, finde ich. Absolut, absolut.
Respekt für die Leistung. Okay, also hast du die Frage ja doch noch beantwortet. Okay, stimmt. Aha. Ja, ich war jetzt auch nicht so ein Mega-Fan, aber man hat es natürlich geguckt, weil das war jeden Tag. Es war auch Game Changer. Also es lief ja wöchentlich und dann irgendwann täglich. Es war immer Thema auf dem Schulhof am nächsten Tag. Und man darf auch nicht vergessen, Stefan Raab hat ja bei Viva angefangen damals, mit Viva. Ich weiß. Ne? Super krass. Ja, mit Oliver Pocher. Jetzt wäre mir bei den Namen nicht eingefallen. Olli Pocher war bei Olli Pocher war bei Viva. Das kann sein. Ja, ja, ja. Lieber Timo, kannst du mir bitte nochmal oder uns, den Hörern, die jetzt schon seit 3 Stunden dran sind, mir bitte bestätigen, wie langweilig das Tourleben doch ist? Bitte, komm. Die zerstöre Fangfrage. Uns. Da ist sie doch wieder. Zerstöre die Magie. Okay, die Magie. Die Magie. Okay, Leute. Weil ihr wart schon ordentlich auf Tour. Also ihr habt wir ja waren schon. Ordentlich auf Tour. Wir waren wirklich die letzten 10 Jahre gefühlt ununterbrochen auf Tour. Es gibt natürlich immer noch krassere Bands. Natürlich. Es gibt amerikanische Bands, die Welttouren absolvieren. Aber wir waren wirklich sehr oft auf Tour und sehr viel auf Tour. Wir lieben uns alle noch immer noch ganz, 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 ganz doll. Deswegen war es auch so, dass meine Band, oder Entschuldigung, nicht meine Band, dass die Casper Band meine Best Man, in dem Sinne halt Trauzeugen von meiner Hochzeit waren und deswegen auch dann halt alle bei mir am Traualtar vorne standen. Und das auch weiterhin so ist. Langweilig. War die komplette Band zur Hochzeit? Also war da. Ja, klar. Da war ja, schon also das Aufgebot. Liebe also Gäste, wisst ihr, wer der Trauer war? Sagt man Trauer? Der Trauredner? Der Trauredner ist das dann halt. Bitte, ne? Setzt euch alle hin, es war T's fucking Ullmann. Ist das so? Es war T's fucking Ullmann. Ja, es war wirklich eine Schnapsidee. Ja, Schnapsidee. Wir hatten. Ich bin hier Dante Oetker und ich möchte kein Star sein und man macht hier einen auf Sarah Connor und Mark in Love Hochzeit. Ja, hat nur noch die Kamera gefehlt. Nein, das Ding war, guck mal, das war wirklich so. Also, Keeping up with Timur and the Kardashians. So. Nein, das Ding war, wir haben, also T's habe ich kennengelernt über Casper natürlich, weil die haben einen Song zusammen und die haben auch 2-3 Songs zusammen und dann war es so, dass wir auch öfter mal Konzerte gespielt haben mit ihm, weil er dann den Part gesungen und sowas. Und dann haben Katar und ich einfach mal so ein Sit-In gemacht bei uns zu Hause, ein bisschen Snacks vorbereitet, ein bisschen Gesellschaftsspiele oder was auch immer. Ja, ich hätte es ja auch gerne davon gewusst, aber gut, ja, war halt anscheinend eine schöne Zeit. Ich habe dich nicht erreicht, Matze, du warst mit Appassionat unterwegs. Ich war im Stall. Du warst im Stall, du musstest dann diese und so weiter. Und dann irgendwie waren wir halt in so einer Trinklaune und ich war so, ey, wir heiraten in Vegas und da ist dann nur unsere aller engste Familie dabei. Wir wollen auch mal in Berlin feiern und in Berlin auch mal ein bisschen mit Freunden und sowas im engsten Kreis. Tees. Hast du nicht Bock, einfach unser Trauredner zu sein? Und er mal so, ja, na klar, auf jeden Fall. Und auf einmal war es so eine Schnapsidee, die dann wahr wurde. Und Tees hat dann einfach uns getraut in der freien Trauung. Es war so unglaublich gut. Aber da muss man doch so einen Online-Kurs machen, oder? Das war nur bei den Simpsons so. Als freier Dingsbums kann jeder machen, wie er Bock hat. Genau, aber man kann auch welche buchen über eBay Kleinanzeigen und die nehmen so 5.000 bis 7.000 Euro. Aber das kann jeder machen. Das heißt, ich kann auch gerne, lieber Zuhörer, wenn sie einen brauchen, ich mach's für sie. T.S. Ullmann hat uns getraut und es war unglaublich wunderschön. Er hat auch letztens ein Buch rausgebracht, letztes Jahr, das heißt Die Toten Hosen. Da gab es diese Reihe halt, wo Sophie Passmann. Oh, ihr werdet da erwähnt, oder? Das habe ich nämlich gesehen. Ja, wir werden drin erwähnt. Und ich aber wirklich an dem Tag, als das Buch rauskam, habe ich öfter dieses Bild bekommen und dachte mir so, what the fuck? Also scheinbar war es nicht nur für uns unglaublich krass, dass er es gemacht hat, sondern auch für ihn. Und rückwirkend, na klar, ist es auch für ihn krass, dass er das halt Leute halt frei traut, aber für ihn war es genauso krass, dass er es im Buch auch erwähnt hat halt so. Ja. Und wir sind immer noch im Kontakt und wir schreiben uns immer noch sehr, sehr gerne und wir sehen uns auch sehr oft. Wenn du das hörst, Tees, ich liebe dich. Liebe Grüße an Tees. Tees. Tees Ullmann. Guter Tees Typ. Tees Ullmann. Ach, perfekt. So, das Tourleben. Wir sind ein bisschen abgekommen. Ach so, das Tourleben. Du, ich glaube, wir müssen uns tatsächlich nochmal ein viertes Mal treffen. Also wir müssen so eine Geschwindigkeit hinbekommen, dass wir das vielleicht in einer Dreiviertelstunde. Dass wir in einer Stunde hinkriegen. Ja. Lieber Zuhörer, Pech gehabt. Aber es ist Corona-Zeiten, deswegen können Sie auch mal ein bisschen länger dranbleiben. Okay, das Tourleben. Natürlich, es ist super spannend, es macht super viel Spaß, aber das, wenn man es jetzt mal genau auseinanderpflückt, dann besteht das Tourleben meiste Zeit aus Warten. Warten, dass es losgeht. Also in der Zwischenzeit passiert natürlich sehr viel. Man isst zusammen, man hat einen Soundcheck zusammen, man besucht die Stadt zusammen, man ne, und irgendwann ist dann halt dieser Touralltag und man ist so, noch 8 Stunden bis zum Gig. Was machen wir denn heute? Ja, wir sind in der und der Stadt. Okay, sollen wir in die Bibliothek? Nein. Sollen wir in die Stadtbibliothek? Nee. Sollen wir
ja, wir hängen einfach vorm WLAN rum und vielleicht spielen wir Karten oder vielleicht essen wir einfach mal auch anstatt um 5 um 4 heute zusammen und warten bis um 20 Uhr die Main-Show losgeht. Aber, was man dazu sagen muss, jedes Mal aufs Neue, ich finde es immer noch so krass, egal wie oft du auf Tour gehst, egal wie oft du eine Show spielst, sobald der Vorhang fällt und der erste Ton gespielt wird, es klingt jetzt so abgedroschen und so kitschig, ja, aber es ist nun mal Fakt, dass da kann kein Musiker einfach trocken und gelangweilt auf der Bühne stehen, sondern es passiert was mit dir, weil du siehst einfach diese Menge und du siehst einfach, das ist das, wofür du lebst und es ist einfach dann 135.000.000% Energie, die du dann ausstrahlst. Es kann sein, natürlich, dass ein Tourleben auf Dauer, ey, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel seit 30, 40 Jahren Musiker bist, dass du dann irgendwie im 15. Mal in Manchester spielst, dass du dann die Stadt auch nicht mehr sehen musst oder dass du dann einfach auch denkst, so, okay, ich muss nicht mehr da raus, ich hänge im Bus rum. Oder die ganzen Ami-Acts, die kommen nicht zum Festival, die hängen im Hotel rum und kommen 5 Minuten vor der Show zur Festivalbühne, wo ich am Anfang dachte so, wie arrogant sind die denn, warum hängen die hier nicht rum? Ja. Jetzt bin ich so, natürlich, aber was soll denn Jay-Z auf einem Acker beim Splash-Festival, wenn er doch einfach dann, der will eine Show spielen, der will den Leuten das geben, was für die da sind und der will einfach dann irgendwie so ein Leben führen. Warum soll er auf einem Acker irgendwie in so einem Zelt abhängen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also von daher, das Tourleben ist super spannend, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist. Ich habe mir immer überlegt, ganz ehrlich jetzt unter uns, ich bin mit meinen Freunden unterwegs. Also ich liebe wir sind ja unter uns, genau, wir sind unter uns. Wir sind unter uns. Ich liebe die Jungs alle abgöttisch, keine Frage, definitiv. Oh, und jetzt kommt ein Aber. Aber? Nee, nicht Aber. Aber ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt Drummer wäre für Künstler XY, ich wäre so eine Art Söldner, ich wurde gebucht für diese Tour, ich würde die anderen Musiker nicht kennen. Man teilt sich einen Bus, man teilt sich einen Backstage, man teilt sich eine Dusche und ich komme bestimmt mit vielen Leuten klar, aber wenn da jemand dabei ist oder wenn da 2, 3, wo man so ist, so ey, nach der Tour vielleicht müssen wir nicht Kontakt behalten, es ist nett mit dir, aber es passt schon. Da frage ich mich immer so, wie ist das denn dann, wenn du so als Tagelöhner dann einfach dann so mit so einer fremden Gruppe unterwegs bist dann halt so. Und wie ist die Energie, die du auf der Bühne versprühen kannst? Weil ich spiele auf der Bühne, ich gucke rüber und sehe mich weg, der Gitarrist spielt bei uns und ich denke mir so, Mann, fuck, Alter, ich weiß noch ganz genau, vor 10 Jahren sind wir mit so einem Flixbus nach Berlin gefahren, um hier zu proben zu können und jetzt stehen wir hier vor 20.000 Leuten und spielen diesen Song, den wir beide schon 100 Mal geprobt und 100 Mal performt und 100 Mal im Soundcheck gespielt haben, aber trotzdem, jetzt in diesem Moment, wo wir diesen Song zum 400. Mal spielen, geben wir beide einfach alles, weil das ist das, wofür wir brennen. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich für Künstler XY spiele und er sagt mir, hier, das ist der Song 5 und den spielst du heute mit Klaus an der Gitarre und ich bin dann so 1, 2, 3, 4, keine Ahnung, habe ich noch Bohnen zu Hause. Und ich glaube, das wird oft genug vorkommen. So. Und ich glaube, vielleicht sind diese Bands auf Dauer ja gar nicht so gut, weil der Funke einfach nicht überspringt und so. Also das sind dann einfach Berufsmusiker halt. Das ist klar, dann ein Job. So, das ne? ist auch, ich kann wahrscheinlich auch nicht jeder, für einige reicht das vielleicht auch aus. Aber einigen wir uns darauf, dass Tourleben langweilig ist, aber die Konzerte einfach alles entschädigen. So, weil ich kann ja mitreden mit meiner exorbitanten Europa-Tournee damals. Also Appassionata war auch boring. Die Pferde haben nicht mehr so viel zu erzählen. Sehen gehabt, deswegen war. Naja, wenn du zwei Shows am Tag hast, ist es nicht so boring, da hast du nicht lange gewartet oder warten müssen, aber ja. Aber ich fand krass, dass dann irgendwann 2013 kam diese Coldplay-DVD raus und die war super krass. Man kann von der Band halten, was man möchte, aber der Einblick war sehr, sehr krass, weil die haben eine Europa-Tour gespielt und die sind nach jeder Show, das wäre 2020 mit diesem ganzen Schulstreik für Klimawandel und so nicht mehr möglich. Die haben erzählt, und das ist Fakt, dass die einfach nach jeder Show in Barcelona, Madrid, Mailand, Berlin, wo auch immer, in Flieger sind, zurückgeflogen sind und zu Hause gepennt haben. Sind nach Hause gefahren? Krass. Die sind einfach nach zu Hause geflogen. Okay. Und das war so, ja na klar, die leben ja in England, natürlich können die nach zu Hause fliegen. Ob die jetzt in so einem Nightliner dann 6 Stunden dann nach Nürnberg fahren oder ob die nach Hause fliegen. Ich glaube, heutzutage hätten sie es nicht mehr so offen dann irgendwie gesagt. Und da hast du auch gesehen in diesen intimen Momenten so, da hat auch jeder seinen eigenen Backstage. Jeder hängt irgendwie am Laptop rum, guckt irgendeine Serie, Skype mit seinen Familienangehörigen zu Hause den Tag über. Man sieht sich beim Essen, man hat sich super gern. Das hat nichts damit zu tun, weil wenn du in der WG lebst, du hängst ja auch nicht die ganze Zeit in der Küche rum und sprichst mit deinem Kumpel, eben, sondern richtig. Du siehst dich in diesen Momenten halt. Und diese Momente sind halt, hey, Frühstück,
Mittagessen, Soundcheck und halt 2 Stunden vorm Gig, während des Gigs und nach dem Gig. Dann ist dieser intime, krasse, super, super heftige Moment, wo du denkst so, ey, wie geil ist es, was wir gerade machen. Und deswegen langweilig in Anführungsstrichen, ja, aber es ist wirklich mehr so eine Art, man scharrt mit den Hufen, bis man endlich dann halt loslegen darf an diesem einigen Tag, wo man auf Tour ist halt, ne? Das ist halt so eher das Ähnliche, ja, wo ich dann sagen würde. Ach, krass. Und was ich sehr mitgenommen habe von dieser Coldplay-DVD, ey, ganz ehrlich, Leute, Coldplay, kannst du sagen, was du willst, die haben super Hits. Und ob die heute noch gut sind ist oder nicht, ist egal. Aber auf der DVD hat der gute Chris Martin Folgendes gesagt: Jeden Abend, wenn ich da rausgehe, denke ich an einiges. Und zwar, für den einen im Publikum, an einiges, der Fuchs, denke ich an eines. Und zwar, für den einen im Publikum ist es das erste Konzert seines Lebens und für den anderen im Publikum ist es sein letztes. Und als ich das gehört habe, war ich so, wow, holy shit. So. Und ich meine, ich spiele Drums bei Casper und der hat, ich weiß es nicht, wie es heutzutage ist, sehr junge Fans. Das heißt, die fangen an mit 12, 13, 14 und das ist ja das Alter, wo man anfängt, bewusst Musik zu hören. Man hört nicht mehr diese Charts, Radiogeschichte, sondern man sagt so, hey, das ist mein Künstler, der und der, finde ich super cool und dann gehe ich, das, jetzt spare ich mal und kaufe mir ein T-Shirt oder ich spare und gehe auf ein Konzert von denen. Und wir haben die erste Reihe voll gehabt mit 12, 13, 14-jährigen Mädels und Jungs. Und da warst du so, hey, das ist gerade deren allererstes Konzert. Ja. Die kennen die Songs aus dem Kinderzimmer, hören die auf CD, hören die im Auto, hören die beim Sport oder was auch immer. Jetzt stehen die hier, haben den ganzen Tag gewartet und jetzt bist du auf der Bühne und präsentierst diese Songs. Und da war mir so bewusst, du kannst jetzt vielleicht einen schlechten Tag haben, du kannst vielleicht ein bisschen verkatert sein, du kannst vielleicht müde sein, du kannst vielleicht krank sein, aber dieser Moment, darauf hat sie oder er hier so lange gewartet, die haben sich so drauf gefreut. Und wenn du jetzt einen Scheiß-Tag hast, dann vermiest denen nicht diesen einen lifelong Moment. Deswegen reißt du dich immer wieder zusammen und es ist egal, ob du statt X oder statt Y spielst, du gibst immer 100% auf der Bühne. So, eben, und das war das für mich das Konzert, woran die sich immer erinnern werden, was die Fun von die zehren. Genau, Fun und Fact. Jetzt kommt der Fun Fact, mein lieber Matze. Pass auf. Coldplay 2012 in Berlin. Dieselbe Band, die mir auf der DVD gesagt hat, so, du musst immer alles geben. Fix You ist ein Song, den haben wir früher immer als letzten Song gespielt beim Umbau und nach Fix You sind wir auf die Bühne gegangen. Und als ich Coldplay das erste Mal und letztes Mal live gesehen habe mit Benjamin und Konrad, also der Casper Band, live in Berlin, war bei Fix You die Stimmung von Chris Martin eher so ein When you try your best, but you don't succeed. When you give what you want, but you don't. Und es war so ein bisschen so, really, ich warte seit Jahren jetzt auf diesen Moment, wo du diesen Song live spielst. Und du bist derjenige, der gesagt hat so, ey, gib immer 100%. Und du ratterst diesen Song gerade runter, weil du einfach keinen Bock mehr hast. Weil das ist der letzte Song, es ist kurz vor Weihnachten, du willst nach Hause. Und dann war ich so, oh Mann. Und hast den Finger gehoben und gesagt, lieber Herr Martin. Lieber Herr Martin, so nicht. Lieber Herr Martin, Sie haben auf Ihrer DVD aber mir was ganz anderes versprochen. Vielleicht ist das genau mein letztes Konzert heute. Genau, vielleicht ist es auch mein erstes. Nee. Was war dein erstes Konzert, Matze? Mein erstes? Ja. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, was ganz peinlich ist wahrscheinlich. Die Kelly Family. Ernsthaft? Da wurde ich mitgenommen, da war ich wirklich noch ganz klein. Da sind wir mit der buckligen Berliner Verwandtschaft in die Deutschlandhalle gefahren. Da gab es noch die Deutschlandhalle, genau. Okay, meine Güte, liebe Freunde. Bewusstes erstes Konzert, wirklich mit Ticket kaufen, drauf freuen, hinfahren und sowas, waren wirklich Beatsteaks zusammen mit Billy Talent und Muff Potter im Vorprogramm. Muff Potter in allen Ehren nie Fan gewesen, aber die waren auch dabei. Und Beatsteaks und Billy Talent damals im Dortmunder Soundgarden gemeinsam 12 € oder so. Und dann 2-3 Jahre später sind die beiden so durch die Decke gestoßen, dass die beiden einfach dann Wuhlheide gespielt haben. Und das war so geil, weil es so schön intim klein war und man danach halt, als sie diesen Erfolg hatten, man gesagt hat so, Mann, geil, wie cool, dass ihr jetzt so durch die Decke steigt. Und dann, vor 2-3 Jahren war das, glaube ich, man kennt sich ja mit den Beatsteaks mittlerweile auch, und das ist das Absurde, egal wie oft ich dich treffe, egal wie oft uns handshaken, egal wie oft uns sagen,
oder egal wie oft man sich sieht, ich bin immer so, Mann, ich bin eigentlich Fanboy von euch. So, also, ne, also ist wirklich so, ihr, ich, euch habe ich auf dem Tape-Deck gehört, mit dem Skateboard irgendwie, mit dem Skateboard 11. Klasse zur Schule gefahren und jetzt sind wir irgendwie in Anführungsstrichen Arbeitskollegen. So, wir haben die Backstage nebeneinander und man kennt sich und man gibt sich die Hand und die wissen, wer ich bin. Das finde ich ganz, 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 ganz komisch, dass die wissen, wer ich bin. Das finde ich ganz komisch. Dennoch, wie viele, liebe Grüße, genau. Wie viele VIP-Handynummern hast du denn in deinem Telefon? Das ist ganz witzig, weil VIP, sobald die meine Handynummer sind, sind es ja nicht mehr. Aber ich finde es ganz komisch, weil ich halt wirklich immer sehr schnell, wenn wir Support haben bei der Tour, wenn wir Leute kennenlernen, wenn wir andere Bands kennenlernen, wie schnell die Drummer sich immer connecten. Also die Drummer haben immer so eine Connection zueinander, dass sie sich nicht irgendwie erschnüffeln müssen, dass sie sich nicht irgendwie mal gucken, ob der cool ist oder mal gucken, ob ich mit dem abhängen möchte, sondern alle Drummer, die ich bisher kennenlernen durfte, alle Drummer sind cool miteinander und keiner hat dieses Konkurrenzfeeling. Alle sind so, geil, du bist auch Drummer, ich bin auch Drummer, lass uns über alles reden, außer über Drums. Okay, cool. Okay, cool. Das finde ich super krass. Finde ich super schön vor allem auch. Noch nie wurde eine Frage so gar nicht beantwortet, wie du es jetzt getan hast. Aber du hast schon ein paar Nummern. Du wärst eine gute Partie, wenn du jetzt nicht glücklich verheiratet wärst. Na, mal, nö. Ich war nie der Höchstknöpfchen-Typ. Ich war immer Beziehungstyp. Immer, immer. Ich sage ja nicht, Barbara Schöneberger, kommen Sie mal her. Geben Sie mal die Nummer jetzt her. Obwohl unser Backliner ist auch der Backliner von Barbara Schöneberger. Ich hätte Barbara Schöneberger. Hat die einen Drummer? Soll ich Drums bei Barbara Schöneberger spielen? Also kannst du machen, sie hat einen Drummer, wenn sie mal auf Tour geht. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich die Dame noch nie nüchtern getroffen habe. Es war mir bis dahin nicht gestattet, genau, einmal liebe nüchtern Zuhörer, zu begegnen. Das war immer sehr amüsant, aber ich mag sie sehr, 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 sehr gern übrigens. So, endlich steigst du drauf ein, nämlich auf Barbara Frau Barbara Schöneberger. Sag mal, Matze, was verbindest du denn mit Barbara Schöneberger? Das würde zu weit führen. Ich glaube, wenn sie das hören würde, würde ich sagen, okay. Also, wir saßen mal bei der Berliner Fashion Week, bei der ersten Michalski-Show nebeneinander, oder also fast nebeneinander. Ich weiß gar nicht, wer dazwischen saß. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich sie da letztens, weil sie war nicht Sidekick, aber Gast von einem sehr guten Freund von mir oder von einem guten Bekannten, sage ich mal, Micky Beisenherz, als er hier auf Tour war in Berlin, Grüße war sie Gast. Micky. Und Grüße an Micky und aber auch Grüße an Barbara. Und wir haben uns hinterher kurz getroffen und da musste ich ihr nochmal erzählen, also von unserer Fashion Week Begegnung, und haben ein bisschen über Blondes Gift gesprochen. Und zuerst hatte ich so das Gefühl, sie fand es so gar nicht cool. So, echt? Okay, ja. Da habe ich gesagt, so, du, keine Sorge, ich will gar kein Foto machen, ich will einfach nur, komm, lass uns mal eine Runde quatschen, weil sie hat mich gequatscht und hat mich gefragt, ob ich eine Frage habe. Oder gesagt, nö, ich habe keine Frage, ich stehe nur hier und warte auf Micky. Und dann hat sie gesagt, ach komm, jetzt machen wir ein Foto. okay. Ja, die Babsi, genau. Die Babsi. Hat die einen Podcast? Babsi. Ja, mit den Waffeln einer Frau. Ja, na klar. Ja, klar. Genau. Ah, boah, Matze, wir nehmen schon seit 2 Stunden auf. Hast du noch eine Frage? Ja, und zwar die letzte Frage, die ist bei allen Gästen gleich. Oh je. Ja. So, und die hast du jetzt schon mal gehört, aber du darfst natürlich gerne nochmal ausschweifend antworten. Wenn ich so in deine schielenden Augen gucke, hast du sowieso schon vergessen, was du damals beantwortet oder gesagt hast. Weil du warst ja so krank, in Klammern doch, Hangover, Klammer zu. Lieber Timo, du darfst mich jetzt beeindrucken mit der letzten Antwort. Wenn du dir eine gute Tat wünschen würdest, welche wäre das, wenn ich dich nach deiner letzten guten Tat fragen würde? Also du kannst dir komplett was aussuchen, es muss nicht der Wahrheit entsprechen. Also du würdest mich fragen, was war meine letzte gute Tat, und ich darf einfach antworten, was ich möchte? Was wünschst du dir, würdest du mir antworten? Genau. What? Nee, letztes Mal war es doch so, liebe Zuhörer, wir nehmen zum dritten Mal auf und wir sind gerade sehr besoffen, beide. Nein. Letztes Mal hast du gefragt, was war meine letzte gute Tat, hast du gefragt. Nein, habe ich nicht. Guck mal, die Frage, Lieber, also, wir haben jetzt bestimmt schon 35 Folgen ausgestrahlt. Die Frage ist bei allen gleich und ich frage dich, aber du hast sie damals, weil du so schlecht drauf warst, hatte ich Angst, tatsächlich dir die Frage nochmal zu erklären. Oh Gott,
und hab dich einfach antworten lassen und du hast irgendwie gesagt, ja, keine Ahnung, ich mache jeden Tag ein paar gute Taten, mir fällt das nichts ein und schon waren wir in 35 Minuten fertig. So, heute habe ich den Salat, weil natürlich irgendwelche unbezahlten, unterbezahlten Praktikanten irgendeine Spur vermasselt haben. Ich bin besoffen. Und jetzt bitte ich dich und jetzt, ja, jetzt bist du besoffen und morgen hast du wieder ein Hangover, dafür bin ich aber diesmal nicht verantwortlich, mein Freund. Morgen ist Feiertag. Okay, ich weiß. Wenn ich das hier mit dir geschafft habe, dann mache ich eine Feierwoche, mein Freund. So. Aber dann. Morgen ist Feiertag, weil morgen dann ein Podcast released wird. Ich denke, deine gute Tat, die du seit 3 Folgen gemacht hast, ist tatsächlich immer, immer, immer wieder zu kommen. Von daher lassen wir das jetzt mal so gelten. Lass uns aber mal noch, und das finde ich ganz interessant, vielleicht die Idee vom letzten Mal aufgreifen. Ja, gerne. Lass uns mal was Cooles, was Gutes noch machen, weil wir haben jetzt die ganzen Zuhörer so malträtiert mit unserem Insider-Gequatsche über 2, 3, 4, 5 vorher aufgenommenen Folgen. Also wer jetzt noch dran ist, ne, ganz ehrlich, High Five, ganz ehrlich, wer es jetzt noch durchgehalten hat, wirklich Grüße. Wer jetzt noch durchgehalten hat, das sind wirklich, weißt du, das sind Freunde, das ist wahre Familie, die stehen hinter mir. Und wenn ich wegen dieser Folge die Zusage nicht von Schöneberger und Pastefa bekomme, mein Freund. Ohne Scheiß, ja, oh, wirklich. Die Tür geht auf. Da ist die Frau. Da bekommst du ein paar Schnittchen. Schnittchen von der Frau. Lass uns, genau. Lass uns aber mal die Gedanken vom letzten Mal vielleicht aufgreifen, weil lass uns ja mal noch was Schönes machen. Eine gemeinsame Tat. Ich möchte so ein bisschen unsere Zuhörer entschädigen, weil sie mir schon sehr, sehr, sehr leid tun. Aber ich werde es auch so deklarieren als Sondersendung. Vielleicht mache ich sie ganz zum Schluss, Timo. Ganz zum Schluss. Vielleicht locke ich die erstmal an und werde sie dann so mit so einem Schrecken wirklich verjagen. Ja, dass es vielleicht keine zweite Staffel gibt. So. Ja, ich werde den Timo nicht nochmal einladen. Ich lade dich eins mal in einen Drumming-Podcast. Wirklich? Wenn du, dann reden wir über diesen einen Groove, den du besser konntest als ich. Ja, und zwar der war von Jan Delay. Ich kann mich sogar noch dran erinnern. Ja, Jan Delay war das. Richtig, genau. Okay, off-topic. Soll ich kurz einen Social-Media-Post machen und kurz einen Boomerang mit uns beiden und dann dein WhatsApp verlinken? Jetzt oder wenn die Folge ausgestrahlt wird? Das ist mir egal. Na, ich kann es jetzt machen und sagen Podcast in the Making, dann haben wir schon mal deinen Link. Ja, gerne. Okay, gerne. Cool. Und natürlich, also wenn der Podcast rauskommt, dann mache ich auf jeden Fall ein Posting, keine Frage. Aber ich habe eine Idee oder beziehungsweise einen Wunsch, lieber Timo, lass uns doch noch zum Schluss irgendwas Schönes machen, weil ich habe das Gefühl, die Zuschauer, die bis jetzt durchgehalten haben, ja, die Zuschauer und die Zuhörer, weil hier schon noch ein paar hinter der Scheibe zu. Nein, ich habe das Gefühl, wir müssen unseren Zuhörern irgendwas bieten. Wir müssen sie entschädigen, ja, dass sie jetzt so lange durchgehalten haben, ja, dass sie diese Sondersendung mit uns beiden ertragen haben. Und lasst uns irgendetwas Cooles machen. Lieber Matze Theo. Wollen wir das nehmen, was du letztens hattest? Das war ja eine gerne. Aufgabe für mich. Also das habe ich sehr gerne. Genau. Das habe ich ja gemacht. Und zwar, lieber Matze, also viele Hörer von weltweit werden es vielleicht das Phänomen nicht kennen, aber liebe Berliner oder ich glaube Hamburg und München jetzt auch. Es gibt ja unzählig viele E-Scooter und E-Fahrräder und Ausleih-Rikschas und wie sie alle heißen. Und die Stadt ist nur leider überschwemmt davon, meistens in diesen Sommertagen. Meine Aufgabe für dich wäre: Verschönere unser Stadtbild. Das heißt, geh bitte mit einer Bodycam. Ich zieh um. Verschönere das Stadtbild und zieh bitte um. Zieh um, Matze. Zieh aufs Land. Lass uns in Frieden mit deiner Schönheit. Spaziere durch deine Hood, durch dein Viertel oder wo auch immer oder der Weg zur Arbeit und jedes umgefallene oder halt malträtierte E-Bike, E-Scooter oder E-Roller oder was auch immer. Wenn du das findest, heb es bitte auf und drapiere es wunderschön in unser Stadtbild wieder hinein. Ja, sehr, sehr gern. Ich weiß, dass du das so gern machst, Matze. Du, das mache ich doch tatsächlich. Und ich werde dann von allen umgefallenen Roller, Bikes und wie sie nicht alle heißen, vielleicht suche ich mir noch ein paar Passanten dazu. Ja, mache ich ein Foto und heb sie wieder auf und stelle sie an sehr Ort gerne. Und stelle ordentlich wieder hin. Ja. Genau. Ja. Ich bin ja gespannt, wie das Stadtbild aussehen wird dieses Jahr. Letztes Jahr war es ja einfach überfüllt mit den ganzen Dingern. Ja, das stimmt. Wenn der Tourismus ausbleibt, ob es dann genauso viel sein wird. Aber ich bin sehr gespannt. Vielleicht hast du ja weniger zu tun. Vielleicht hilfst du dir.
Ja, ich wollte gerade fragen, gibt es eine Mindestanzahl? Also wie viele muss ich denn schaffen? Nein, oder um was Gottes Willen. Nein. Nimm dir einfach eine Route, sag mal zum Beispiel von dir bis zur Arbeit oder von dir bis zum Bäcker oder von dir bis zum, keine Ahnung, du musst dein neues irgendwas abholen und wie viel du davon auf dem Weg triffst, heb sie bitte auf. Oder du sagst, ey, den ganzen Juni, wenn ich einen sehe, heb ich ihn auf. Wie du möchtest, das ist dir überlassen. Okay, dann mache ich das den ganzen Juni. Das ist doch geil. Ja, ich meine, also aufheben, das ist ja innerhalb von 2 Sekunden getan. Genau. Aufheben und weiter wegwerfen. Nein. Nee, mache ich gerne. Challenge angenommen und ich werde natürlich darüber berichten. Vielleicht stelle ich sie dir auch einfach alle vor die Tür. Vielleicht postest du einfach das eine Bild 12 Mal und sagst dir hier, Landsberger Allee. Nein. Eisener Platz. Wenn, dann mache ich schon ordentlich. Das weiß ich doch. Du bist so ein ehrenvoller Mann. Genau wie du. Timur, mein Timur. Timurchen. Es ist mir wie immer ein Fest gewesen. Es war. Mein lieber Matze, mir auch ebenfalls. Super. Es war. Komm, das war schon unsere beste Aufnahme, oder? Ich fand auch, ganz ehrlich, Matze, vielleicht braucht es einfach 3 Aufnahmen, dass wir diese Aufnahme hinbekommen. Und alle Hörer, die jetzt noch dran sind, so, ist das deren fucking Ernst? Also diese 2 Stunden, die will ich zurück. Und die reden davon, dass es die beste Aufnahme war. Und alle Gäste, die schon mit mir aufgenommen haben, sagen, oh Gott, können wir bitte diese Nummer blockieren? Nicht, dass er noch mal 2-mal mit uns aufnehmen möchte. Ja. Was redet er denn da von Bob Marley und Backstreet Boys? Der eine war bei Appassionata. Wer ist denn genau dieser Casper? Noch nie von gehört. Ja, das Suppen-Casper. Ja. Nee, also von daher, ich bin wirklich sehr happy mit dieser Aufzeichnung. Ich bin auch super besoffen. Vielleicht höre ich mir die Folge nochmal an und sage. Du hast so richtig einen im Schuh, oder? Genau. Ja, ich würde so. Ja, vielleicht bin ich diesmal derjenige, der sagt so: Matze, ich habe leider ein bisschen zu viel getrunken. Können wir das noch einmal aufnehmen? Perfekt. Ich traue mich es kaum auszusprechen, aber ich glaube, wir haben es schon geschafft. Schon. Wir sind schon durch. Die Zeit verfliegt. Das ist unglaublich. So schnell schon. Schade. Ich wollte gerade anfangen von. Und bevor wir es vergessen, lieber Timur, komm. Ja, bitte. Die 40 Minuten haben wir jetzt auch noch. Was ist denn mit deinem Podcast? Hey, du hast einen Podcast. Hey, Matze, schön, dass du fragst. Ich habe einen Podcast. Aber der ist leider gerade auf Eis. Also nicht auf Eis, auf keinen Fall. Aber durch Corona sind wir halt ein bisschen eingeschränkt. Ich habe einen Podcast, der heißt The Planet Drum Podcast. Und das ist ein, wie man schon hört, ein Schlagzeug-Podcast von Schlagzeuger für Schlagzeuger, aber auch für welche, die es mal waren, für auch mal welche, die es mal werden wollen. Hört gerne in unsere Pilot-Episode rein. Es gibt das ist auch für Leute gedacht, die besser sind als du? Genau. Es gibt eine Sonderepisode, die heißt Matze Theo und die kommt noch raus. Ist auch eine Sondersendung, wird ungefähr 2,5 Stunden gehen. 2,5 Stunden und der geht nur um diesen einen Groove, den du gespielt hast. Genau das. Hört gerne rein, den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Der heißt The Planet Drum Podcast und da schnacken wir in der ersten Episode einfach mal darüber von Höchstchen auf Stöckchen, was es heißt, Schlagzeuger zu sein, Schlagzeuger in einer Band zu sein, Schlagzeuger als Lehrer zu sein, Schlagzeuger überhaupt allgemein zu sein. Wenn ihr noch nichts mit Schlagzeuger am Hut habt, dann bleibt dran. Vielleicht gibt es noch eine Episode, wo wir euch dann nochmal irgendwie catchen können. Ja, weil das habe ich so gemerkt, das ist jetzt kein Podcast, wo ihr über Drumsets sprecht oder über neue Schlagzeuge, sondern über eure Geschichten bezüglich Schlagzeug. Oh, das finde ich echt spannend. Ich habe schon reingehört, ich habe schon die 2,5, 1,5 Folgen gehört und super. Warte auf die nächste. So. Ich ebenfalls, aber wenn sie kommt, vielleicht hoffentlich, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, die wir jetzt gerade hören, gibt es schon die nächste. Also von daher, bleibt dran, abonniert uns, ich liebe dich, Matze. Ups. Du also auch, na denn. Ich auch. Zum Schluss grüßen wir noch Barbara Schöneberger, Bastian Pastewka und? Na, Kasper noch, weil das ist dein Chef. Kasper lieben wir auch. Kasper und wir auch. T.S. Ullmann grüßen wir noch, meine Frau Katharina grüßen wir. Michel Abdullahi grüßen wir, toller Mann. Till Reiners grüßen wir auch. Alle vom Team Appassionat 2012. Oh Gott. Nee, das war nicht 2012, es war 2007 oder 2008. Das ist schon ewig her. Also Class of 2012, euch haben wir nicht gern. Appassionata 2007, that's the real shit. That's the real shit, wie gesagt, damals im Sale bei Rossmann. Ich schicke dir irgendwann mal die Musik, also ich hatte, glaube ich, 4 oder 5 Stücke. Und damit wache ich jetzt jeden Morgen auf. Ich werde, nee, du, da stehst du im Bett, das ist, okay. Geil. Und ich werde das Bild trotzdem hochladen, was wir bei unserem ersten Treffen im Tonstudio gemacht haben, mit den Grammys. Sehr gerne. Sehr gerne.
sprach er und ihm fiel die Pizza aus dem Mund. Ich habe Pizza im Mund. Es ist 10:30, ich bin erwachsen und darf Pizza essen, wann ich eigentlich möchte. Ja, das darfst du. Mein lieber Freund, die Saalmiete ist bezahlt, wir dürfen nicht überziehen. Wir müssen raus. 2:15. Ich würde sagen, in diesem Sinne. Auf Wiedersehen. Danke, dass ihr dabei wart bei Mats ab, der Sondersendung. Ich liebe dich, Matze. Mats ab. Klappe, Ecke, die erste. Hallim, hallim. Jo. Mann, du bist gefeuert. Ich war noch in der Probezeit. Mats ab.